Ja. Darf ich um einen kurzen Moment der Ruhe bitten? Es ist Punkt 20 Uhr. Ich freue mich wahnsinnig, dass es so voll ist. Es ist so schön, dass Sie alle zurück sind bei Literatur im Römer. Ich bin mal gefragt worden, was ist eigentlich das Schönste an Open Books und Literatur Römer? Und ich habe gesagt, das Publikum. Also Sie alle, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sonja Fantenrath und ich begrüße Sie hier für die Stadt Frankfurt, die dieses Lesefest veranstaltet. Ich will es ganz kurz halten, ich will nur unsere beiden Moderatoren vorstellen. Wir haben nämlich einen kleinen Wechsel, beziehungsweise einen Wechsel. Heute haben wir eine neue Kollegin an Bord, Frau Engel, ist Kritikerin, arbeitet für den Hessischen Rundfunk und macht uns die große Ehre und Freude, heute gemeinsam mit Gerwig Epkes, wollt ihr nicht mal auf die Bühne kommen? Ein Willkommensapplaus. Das ist eine Premiere heute Abend. Liebe Frau Engel, vielen Dank, dass Sie das machen. Gemeinsam mit Gerwig Epkes, der das, jetzt sag mal, wie lange machst du das schon? Ich habe mal versucht, es rauszufinden. Du hast es nicht raus. Also, wir haben, ich weiß. Wenn Sie sie noch auflassen, ist das in Ordnung. ich weiß, dass wir da drüben angefangen haben und da war dann noch dieses Transparent Frankfurt so gemalt. Und dann war da noch eine kleine Band, eine Jazzband, die fiel vollkommen aus der Zeit, was ich schon wiederum gut fand, weil sie aus der Zeit gefallen war. Aber so lange ist das her. Ja. Ja, ne? Also, damit will ich es bewenden lassen. Sie werden heute 7 statt 8 angekündigter Autorinnen kennenlernen. Eine musste leider absagen, aber das war die letzte. Von daher verkürzt sich der Abend um einen Auftritt. Ich wünsche Ihnen viel Freude, gute Entdeckungen. Es gibt einen Büchertisch. Dort können Sie auch die Bücher kaufen, die wir Ihnen vorstellen. Die Autoren werden kurz lesen, sie werden mit ihnen Gespräche führen, jeweils 20 Minuten. Und damit belasse ich es und wünsche viel Freude und viel Spaß und nochmal herzlich willkommen. Es ist so schön, dass Sie da sind. So. Ja, Theresa Enzensberger, Sie waren vor 5 Jahren hier und jetzt, das war das Debüt, Blaupause. Das ist richtig. Ich weiß, da saß ich an Ihrer Stelle sozusagen, also da auf der Seite und jetzt ist es umgekehrt. Das zweite Buch schon. Ändert sich viel. Selbst der Inhalt ändert sich. Also das Buch, was Sie heute mit mir zusammen im Gespräch vorstellen, heißt Die See. Auf See. Auf See, ja. Ich weiß nicht, warum es passiert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf See ist auch viel besser als die See. Noch mehr oder so ist gut? Oh, wunderbar. Gut, dass Sie es gesagt haben. Theresa Enzensberger, als wir zusammen telefonierten und uns auf das Gespräch vorbereiteten, da sagten Sie, nee, wir haben gar nicht telefoniert, wir haben gemailt.
Es ist nicht, weil ich aufgeregt bin, es ist einfach so. Da hat sie mir geschrieben, sie würde gerne den Anfang lesen. Und das finde ich ist eine sehr schöne Idee. Und insofern fangen Sie doch einfach jetzt an mit dem Anfang. Das mache ich. So, ist das Mikro so gut? Ja, okay. Die See war ruhig und schwarz. Mein Vater mochte es nicht, wenn ich an Deck ging, aber die erste Morgenstunde gehörte mir. Ich sollte meditieren, stattdessen setzte ich mich auf das Dach meines Schlafquartiers in eine Mulde, schaute über die Seestadt hinaus aufs Meer und dachte über die Zukunft oder besser gesagt über die Wahrscheinlichkeit ihres Ausbleibens nach. Ich betrachtete die Algen, die in der Mulde wuchsen und sich an den Fugen entlang ausbreiteten. Winziges, sternförmiges Grün auf der gräulichen Oberfläche, ein unmerkliches, aber mächtiges Streben nach außen, nach oben. In der Ferne arbeitete der immer gleiche Rhythmus der Windräder, die wie starre Palmen am Horizont standen. In jeder Himmelsrichtung erhoben sie sich über dem Meer. Dazwischen unsere Siedlung, hermetische Waben, wellenförmiges Fieberglas, das einmal weiß geglänzt hatte und durch dessen schmutziges Grau sich jetzt feine Risse zogen. An manchen Stellen hatte die Reparatur größerer Sprünge helle, gummiartige Flecken hinterlassen. Die Außenbereiche, die anfangs noch begrünt worden waren, lagen verwaist, braun und grau gescheckt. Die Leinen und Netze der Algenfarmen auf der Westseite waren kaum noch zu sehen. Blaualgen wucherten direkt unter der Wasseroberfläche und formten ein monströses, ausuferndes Gebilde, einen giftigen Schatten, von dem ich nicht wusste, ob er nun mahnte, drohte oder einfach nur wartete. Mein Vater sagte immer, die Algenfarm könne uns als Erinnerung dienen. Jedes Projekt könne scheitern, das sei noch lange kein Grund zum Aufhören. Im Gegenteil, ein Scheitern sei immer auch ein Neuanfang. Seit ich denken konnte, sprach mein Vater so in großen Deklarationen, die er wie Mantras wiederholte. Als wir vor 10 Jahren hierher gezogen waren, hatte ich mein Bestes getan, mich anzupassen. Ich hatte mich bemüht, die Insel als meine Heimat zu verstehen, aber Projekte eignen sich nicht besonders gut als Zuhause. Am Anfang war wenigstens noch etwas los gewesen. Die Seestadt war damals ein parametrischer Bienenstock voll von Leuten mit Ideen, die ständig irgendetwas verbesserten, reparierten und anpassten. Die Insel kam mir vor wie ein großer Abenteuerspielplatz. Die weißen Flächen unserer Behausungen glänzten in der Sonne. Und wenn die Leute Fragen hatten, wusste mein Vater, was zu tun war. Ich war gerade mal 7 Jahre alt, deswegen verstand ich nicht genau, was hier eigentlich passierte. Ich wusste nur, dass mein Vater, dieser aufrechte und anständige Mann, uns noch rechtzeitig gerettet hatte, ehe das deutsche Festland im Chaos versunken war. Sicher waren wir hier mit unserem Intranet, unserem Wellenbrecher, der uns vor Eindringlingen schützte, und den Windfarmen, die verlässlich Strom für uns produzierten. Trotzdem waren nach und nach fast alle verschwunden. Die meisten Wissenschaftler und Programmierer waren im Laufe der Jahre weggezogen und sogar mein Vater war inzwischen ständig auf Reisen, nach Südamerika, in die Karibik, nach Asien. Seit ein paar Jahren litt er an einer mysteriösen Krankheit und fand immer neue Heiler und Kliniken am anderen Ende der Welt, die ihm Genesung versprachen. Wenn er zurückkam, war er ein paar Wochen lang fröhlich und voller Pläne, dann verfiel er wieder in seine übliche Verdrossenheit und schließlich schmiedete er neue Reisepläne. Bat ich ihn, mich mitzunehmen, erinnerte er mich daran, wie gefährlich das Reisen war. Vor ein paar Tagen an meinem 17. Geburtstag hatte ich mir aus Trotz und Langeweile Zugang zu seinem Computer verschafft. Ich hatte nicht damit gerechnet, etwas Interessantes zu finden, schon gar nicht etwas, das mit der Seestadt zu tun hatte. Er hatte mir ja immer in den Ohren gelegen mit den Feinheiten des Projekts, mit seinen Möglichkeiten und Herausforderungen. Außerdem waren Transparenz und Ordnung Maximen, die sich nicht gut mit Geheimnissen vertrugen. Letztlich war es auch gar kein Geheimnis, dass ich im Dateiordner mit dem unscheinbaren Titel MISC gefunden hatte, lediglich tausende Seiten voll von Zeichnungen, Plänen und Konzepten. Es waren Zukunftspläne aus der Vergangenheit, die weit über das hinausgingen, was ich über die Ambitionen der Gründer wusste. Einen geschlossenen Kreislauf hatten sie schaffen wollen, von der Versorgung mit selbstgewonnenen Nahrungsmitteln bis hin zur produktiven Verwertung von Abfällen. Ihr Zeitplan hatte vorgesehen, schon nach 5 Jahren die notwendigen technologischen Fortschritte gemacht zu haben, um autark auf hoher See leben zu können, unabhängig von der jeweiligen Festlandregierung.
Je mehr ich las, desto weniger wusste ich, was ich darüber denken sollte. Es machte mich wütend. Statt diesen großen Visionen zu folgen, dümpelten wir immer noch vor der Küste herum, ernährten uns durch teure Lieferungen vom Festland und warteten auf Tag X. Danke, Therese Enzensberger. Dankeschön. Da kündigt sich sehr was an, gleich am Anfang, nämlich, dass diese Seestadt in der Ostsee vor der deutschen Küste nicht so autark ist, wie eigentlich geplant von dem Vater, von der die da spricht, und die heißt Jada. Genau. Ne? Und die Jada ist eine der Erzählerinnen und die zweite ist Helena, von der wir eine ganze Zeit lang gar nicht wissen, also wir wissen, sie erzählt von sich, aber wo sie hingehört, wissen wir eigentlich nicht. Und das ist eigentlich eine Künstlerin, die ziemlich aus der Bahn geworfen wurde. Und der Vater, das haben Sie ja gerade vorgelesen, ist jemand, der komischerweise, obwohl ja die Welt drumherum ziemlich im Eimer sein soll, trotzdem immer noch irgendwie rumfliegt in der Weltgeschichte und sich eine ominöse Krankheit irgendwie davon heilen lassen wollte. Interessant. Jetzt aber zu der Seestadt. Diese Seestadt ist keine Fantasie von Ihnen alleine, sondern das haben schon mehrere vorher gehabt. Sie haben das, diese Kapitel, ja, Helena erzählt einmal, einmal erzählt Jada, da haben Sie ja so Kapitel dazwischen geschoben, die heißen Archiv. Und das haben Sie alle schon mal recherchiert, ne? Ja, also es gibt verschiedene Geschichten, auch Geschichten von Leuten, die sich die Kleinstaaten gegründet haben auf hoher See. Diese Geschichten habe ich jetzt nicht ausgewählt für die Archive, weil die waren mir zu nah dran an der Seestadt. Aber es gibt tatsächlich auch ein Seasteading-Institut, das sehr tief im Silicon Valley verankert ist, das von Peter Thiel finanziert wird. Diese Seestadt, die man da gründen will, ich meine, das ist ja so, dass einen dann kein anderer Staat und niemand anders mehr reinreden kann. Das ist eine eigenartige Sache eigentlich. Man will so ein Gemeinwesen haben, wo man nur alleine sagt, wie es gehen soll. Das ist zumindest der Plan, ja, so stellen die sich das vor. Das funktioniert nicht. Wahrscheinlich, es kann gar nicht funktionieren. Also das geht nicht. Aber, also jedenfalls, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ich meine, es ist nicht nur ausgedacht, das ist wichtig, sondern es gibt genug Leute, die genau das schon mal gemacht haben und auch das im wahrsten Sinne des Wortes die Leute auch beschissen haben, indem sie gesagt haben, wir haben das gebaut, wir brauchen Geld dafür und in Wirklichkeit haben sie es für sich genommen. Ja, also da gibt es, wie gesagt, verschiedene historische Beispiele und natürlich gibt es libertäre Ideen und Ideologien und Zukunftsvisionen. Naja, jetzt haben wir ja schon gesagt, zwei Frauen erzählen, Jada und Helena. Und der Vater hat ja ein ziemlich strenges Regiment für Jada konzipiert, lässt keinen Widerspruch zu. So ein ziemliches, ja, sagen wir es einfach mal. Der lügt ja auch seine Tochter an, indem er sagt, deine Mutter ist gestorben an einer auch ominösen Krankheit. Ja, an einer geistigen Erkrankung. Also die sagt nicht, sie ist an einer geistigen Erkrankung, sondern sie hatte eine geistige Erkrankung und sie ist gestorben. Und das Festland ist im Chaos versunken, das haben wir ja auch schon gehört, das ist sozusagen diese Isolation, in der sie lebt. Und sie lebt auch in einem sehr kontrollierten, reglementierten Tagesablauf. Ja, also jetzt ist aber ja so, dass diese Frau ja noch lebt und dass sie sich von der hat scheiden lassen und zwar auf eine sehr fiese Art und Weise. Wir wollen jetzt nicht verraten, dann haben wir das Buch mehr oder weniger durch, das geht nicht. Aber ich meine, das ist ja so, dass der Typ wirklich lügt und das finde ich das an dem Buch, das Interessante, das interessiert mich viel mehr als dieses dystopische, weil ich gar nicht genau weiß, ob das wirklich ein dystopischer Roman ist. Was Sie zusammenbringen, ist eine Familiengeschichte und diese Idee einer, ich habe eine ganz tolle weltrettende Idee. Wie soll eine weltrettende Idee schon passieren, wenn man sich selber So verhält und mit Lügen meint, die Familie oder sich selber retten zu können.
Ja, also Kontrolle war was, was mich interessiert hat als Thema. Jada wächst in diesem kontrollierten Umfeld auf. Helena ist jemand, die hat alle Kontrolle abgegeben. Und mit Kontrolle hängt natürlich auch zusammen Verantwortung. Nikolas hat auf eine Art, also das ist der Vater, auch Verantwortung abgegeben oder aktiv abgegeben und dafür Kontrolle an sich gerissen. Und das ist natürlich das Gegenbild zur Freiheit, die in dem Buch auch eine große Rolle spielt, weil das sozusagen der Wunsch ist aller Beteiligten, die sie auf verschiedene Arten versuchen umzusetzen. Ja. Unter anderem mit der Seestadt, die ja die ultimative Freiheit darstellen soll. Sie haben gesagt, Jana ist mit 7 ist sie dahin gegangen und dann guckt sie dann in dem Computer nach und findet all dieses Zeug und da ist sie ja fast schon 17. Also wir erleben auch, wie jemand langsam aber sicher erwachsen wird und kritisch die Sache beobachtet. Ja, das ist ja nun ein relativ universelles Erlebnis der Jugend. Wollen wir hoffen, dass das so ist. Wollen wir mal hoffen, ne? Ja. Sich über seine Umstände klar zu werden. Mhm. Genau, also insofern ist es vielleicht auch ein Coming-of-Age-Roman auf eine Art. Ja, aber Sie haben gerade was, finde ich, sehr Wichtiges gesagt. Es ist doch eine Emanzipation von Indoktrination, eine Emanzipation von der Indoktrination, denn der Vater indoktriniert ja bis zum geht nicht mehr. Also es, für mich ist das richtig, ist ein Arschloch, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wenn Sie das Buch zu Ende lesen, dann glauben Sie es mir, ich sage es Ihnen. Und Sie haben auch gerade den Begriff Eigenverantwortung benutzt. Wenn man in der Politik hört, wir wollen den Leuten doch mehr Eigenverantwortung zusprechen, ne? Dann weiß man, es kostet alles mehr, du musst eine Menge selber erstmal machen, ne? Wofür der Staat ohne weiteres was machen könnte, macht er aber nicht und dann wird das so schön verbrämt mit Eigenverantwortung. Das haben wir schon eine ganze Zeit lang, auch bei uns in der Bundesrepublik. Haben Sie daran gedacht? Ja, klar, also die Ideologie, die dieser Seestadt zugrunde liegt, die habe ich mir ziemlich genau angeschaut und die diesen Ideen zugrunde liegt und die auch im Silicon Valley sehr weit verbreitet ist. Und das ist eben so eine Art rechtslibertäre Vorstellung von der Macht des Marktes, aber auf der anderen Seite von eben einem Freiheitsbegriff, der darin begründet liegt, dass man eben für niemanden außer sich selbst Verantwortung übernimmt. Jetzt haben Sie ja, das habe ich ja gerade gesagt, Sie bringen das zusammen mit einer Idee, man kann die Welt retten. Das funktioniert ja nicht, diese Welt zu retten. Da könnte man ja auf den Gedanken kommen, es geht ja um Klimakrise. Therese Enzensberger denkt, Klimakrise, von wegen. Nee, das geht ja vor allem um Zukunftsversprechen in diesem Buch. Und ich glaube, in einem Moment wie diesem, wo es ganz offensichtliche Krisen gibt und wo es ganz offensichtlich was getan werden muss und sich auch was ändern muss, gibt es Leute, die das ausnutzen, indem sie Zukunftsversprechen machen, die am Ende vielleicht doch nicht allen nützen. Und ich glaube, ich habe eher über diese Menschen geschrieben, als über die, die versuchen, was zu ändern, ja, mit lauteren Motiven. Ich wollte das eigentlich genau von Ihnen hören. Und das ist schön, dass Sie das so gesagt haben. Das haben wir ja nicht vorher abgesprochen. Das ist ja nun, wir haben nur den Anfang abgesprochen. Mehr haben wir nicht gemacht. Es ist ein Buch, wo man nur sagen kann, ihr müsst wirklich bis zu Ende lesen. Ihr werdet erst dann erfahren, wer Helena ist. Und wenn man jetzt noch in die griechische Geschichte geht, Helena, dann ist das noch wieder was anderes. Man könnte es aber machen. Also es hat ganz viele Schichten. Es ist spannend bis zum Schluss. Und wenn man es dann zuklappt, naja, da sagt man, hätte noch ein bisschen weitergehen können. Ah ja, ja, das ist doch schön. Also, ich danke Ihnen, Therese Enzensberger. Vielen Dank. Und wünsche Ihnen alles Gute. Und bis in 5 Jahren oder irgendwann. Ne? Ja, genau. Ja. Vielen Dank. Okay, und dann geht es jetzt weiter. Mit Anna Engel im Gespräch mit Julia Wolf.
Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen auch von mir, Britta Börtner. Schön, dass Britta Börtner, oh Gott, wow, es ist ein Fauxpas nach dem anderen heute Abend, auch gelungene Premiere für mich, sehr schön, okay. Julia Wolf ist der Name. Ich hatte heute schon das Vergnügen mit Britta Börtner, Entschuldigung, und offensichtlich jetzt auch ein bisschen durch den Wind hier, meine Güte. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und begrüße Sie hier auf der Bühne. Sie sind in Südhessen aufgewachsen und leben mit Ihrer Familie in Leipzig, wo Sie Romane schreiben, aus dem Englischen übersetzen und für Theater, Film und Hörspielproduktionen schreiben. Ich freue mich auch deshalb sehr, dass Sie heute Abend hier sind und wir über Ihren dritten Roman Alte Mädchen sprechen, denn wir haben, finde ich, so ein bisschen eine Geschichte mit diesem Text, diesem Buch und der Buchmesse, denn wir haben vor ziemlich genau 4 Jahren ebenfalls im Rahmen der Buchmesse über Alte Mädchen gesprochen. Damals war es noch ein Manuskript, gerade frisch mit dem Robert-Gernhardt-Preis ausgezeichnet, und das war der Anlass für unser Gespräch. 4 Jahre sind inzwischen vergangen, 2018 war das, gerade ist der neue Licher-Preis dazugekommen, Glückwunsch dazu. Dankeschön. Julia Wolf, 2018 haben Sie erzählt, dass die Arbeit an Alte Mädchen auch eine Reise in Ihre eigene Vergangenheit war. Daran würde ich gerne anknüpfen, beziehungsweise Sie bitten, das noch mal kurz ein bisschen für uns alle zu schildern, was es damit auf sich hat, dieser Reise. Genau, also wie oft beim Schreiben ist der Ausgangspunkt ein autobiografischer. Die Beziehung zu meiner eigenen Großmutter, die durchaus problematisch war, stand am Anfang. Und von da ausgegangen habe ich recherchiert. Ich konnte mit meiner Großmutter nie über ihre Geschichte so richtig sprechen, weil wir schnell immer in Streits geraten sind. Und meine Großmutter ist auch schon eine Weile tot. Genau, aber davon ausgehend habe ich angefangen, zu Ostpreußen zu recherchieren. Meine Großmutter ist 45 aus Ostpreußen geflohen und generell zu deutscher Geschichte. Und habe dann aus diesem autobiografischen Korn was gemacht, was jetzt nicht mehr streng autobiografisch ist, sondern weitergeht, glaube ich. Das heißt, sie weiß wahrscheinlich auch nicht von diesem Roman oder dem Gedanken, darüber zu schreiben? Sie ist vor ein paar Jahren gestorben und war davor schon lange Zeit dement. Also sie hätte das nicht realisieren können, auch wenn sie noch am Leben gewesen wäre. In ihrem Roman begegnen uns in 3 Abschnitten 3x3 Frauen, die jeweils in einem ganz eigenen Sound mit uns teilen, was sie antreibt und bewegt, was sie sich wünschen und erträumen, womit sie hadern. Und an der Stelle möchte ich gerne meinen Kollegen Alf Menzer zitieren, der 2018 die Laudatio auf sie gehalten hat. Er sagte damals, in Alte Mädchen ist alles drin, was man sich von einem deutschsprachigen Gegenwartsroman nur wünschen kann. Scheitern der kleinbürgerlichen Familie, Sprachlosigkeit und die Ohnmachtserfahrungen deutscher Nachkriegsgeschichte, das Ganze als kaleidoskopartige Erforschung weiblicher Subjektivität erzählt. Julia Wolf schreibt Bewusstseinsgeschichte. Zitat Ende. Julia Wolf, ein Bewusstsein schaffen für die weibliche Perspektive, auch und gerade mit Blick auf die Nachkriegsgeschichte. Das heißt, wir haben Ihre Großmutter schon angesprochen, das war der Ausgangspunkt für diesen Roman eben auch. Genau, der Ausgangspunkt war die Überlegung, was die Geschichte meiner Großmutter mit mir macht, was es noch mit mir zu tun hat, was es mit meiner Mutter zu tun hat und was da weitergegeben wurde und über die Generationen hinweg weiterlebt. So. Auch weil diese Perspektive, diese weibliche Perspektive, auch und gerade mit Blick auf die Traumatisierung durch den Krieg zu selten erzählt wird, zu selten gehört wird? Weiß ich gar nicht, ob das so selten gehört wird. Mir war es ein Bedürfnis, das aus weiblicher Perspektive zu erzählen. Ja. Im ersten Teil in Ihrem Buch sind es Else, Anni und Hannelore, die Mariellchen, die alle 3 schon sehr betagt in einer Seniorenresidenz leben und zu Wort kommen. Und die lernen wir jetzt in einem ersten oder in dem kurzen Auszug kennen. Wir hören den Anfang aus Ihrem Roman. Steht in der Tür ist die Tochter von jemand. Immer die Töchter, die fragen. Das Mädchen lächelt verlegen. Klopf, klopf. Sie wünschen? Steht wie ein Fragezeichen mitten im Raum, mit ihrer Tasche, der Brille, dem fahlen Haar. Knetet die Finger. Ihre Großmutter habe uns vielleicht schon erzählt. Deine Oma, ja, ja. Tochter der Tochter von jemand. Wir hängen nicht an ihren Lippen, hören nicht zu. Uns interessieren nur die Zähne. Wir sehen das Töchterlein reden und denken, nicht schlecht, sind ziemlich weiß, sind gerade, einigermaßen, nur unten steht einer leicht schief. Wir lassen sie quatschen, wir warten. Im rechten Moment, Else kneift Anni,
Triumph der Dritten, wir grinsen. Unsere Zähne sind schöner. Das Mädchen versteht's nicht, es ist verwirrt. Heißt das, ich darf sie fotografieren? Erst später, wir dämmern vorm Bildschirm, wir schlummern da. Moment mal, schreckt eine hoch. Was war das und wer? Im Fernsehen Bräute, wir reagieren nicht gleich. So viel Spitze und Seide, Tränen, Tamtam. Gab's alles nicht zu unserer Zeit. Falsche Wimpern. Doch so einfach lässt Hannelore nicht locker. Hallo? Sie dreht den Ton leiser. Die Stimmen der Bräute weichen aus unserem Kopf, ihr Juchzen und Ja machen Platz für andere Gedanken. Unser Nicken, wir entsinnen uns, das war recht verbindlich. Die kommt morgen wieder, sagt Hannelore. Erbarmung, ruft Anni, was haben wir uns da eingebrockt? Wir müssen doch bloß, setzt Else an. Nuscht müssen wir nicht, unterbricht Hannelore. Das ist das Gute, wir können uns totstellen oder schlafend, wir können so tun, als wären wir taub. Aber, sagt Else. Wie auf Stichwort, aber, die Damen, stiefelt auch schon die Nächste herein, schleppt einen Ball, einen großen. Biggie heißt die, immer im Jogging. Die Pfiffi scheucht uns durchs Haus. Auf, flötet die Pfiffi, sie trillert es auf ihrer Pfeife. Knackend und knirschend brechen wir auf. Die Domteuse treibt uns in den Turnraum. Wir kennen den Weg, der lange Flur wie ein Tunnel. Und die Pfiffi immer schon da, Pfiffi immer schon am anderen Ende, hält uns die Tür auf. Prächtige Türen, Flügel in eine andere Welt. Früher war das ein Ballsaal, in besseren Zeiten, als das Heim noch ein Kurhotel war. Den Kronleuchter haben sie hängen gelassen. Der hängt noch und zieht, wenn wir hereinkommen, immer ein klein wenig an Elses Herz. Was hat Else getanzt als junge Frau? Wenn wir den Ballsaal betreten, juckt's Else jedes Mal in den Beinen. Doch wir kennen den Drill, wir versuchen zu stehen, frei, in Reihe, in Glied, wer kann, breitbeinig. Die Damen, der Ball wird durch die Beine nach hinten gereicht, über die Köpfe nach vorn. Wir schließen die Augen, sind wieder Mädels. Einen Moment lang, so viele Arme und Beine fächern sich auf. Einen Moment lang knackt nichts und knirscht nichts. Anmut, aber auch Kraft. Und Bälle, so viele Bälle, immer im Kreis. Ein riesiger Kreisel aus Armen und Beinen und Bällen sind wir. Unsere Kleider wie Fähnchen, weiß vor grauem Himmel, damals natürlich blau. Das wissen wir noch, der Himmel war blau und das Gras grün. Jedes Mädel kann schön sein, selbst Hannelore, wenn es sich bemüht, wenn es an sich arbeitet. Doch da pfeift Pfiffi und etwas zerplatzt. Zurück ins Schwarz-Weiß. Das war anders, wann anders. Das ist lange her. Anmut, Ertüchtigung. Heute dauert das, bis der Ball hinten ankommt. Doch Pfiffi kennt keine Gnade. Wir müssen die Augen aufschlagen, wir müssen uns strecken und bücken. Und eins und zwei, ein halber Hampelmann ist besser als kein Hampelmann, findet Pfiffi. Zurück zum Brocken, sagt Else bei Tisch. Wir stochern im Frikassee, denken an Suppe. Wer löffelt die aus? Hätten wir nicht so schöne Zähne, wäre das nicht passiert. Ohne Gebiss hätten wir nicht gegrinst, nicht genickt. Unsere Zähne sind uns zum Verhängnis geworden. Versprochen ist nun mal versprochen, versucht Else es erneut. Doch da sagt Anni, das war doch die Tochter von Amelie, und blickt dabei auf. Ihre Augen. Immer wenn wir in Annis Augen schauen, fällt uns etwas ein. So blau. Annis Augen so weit wie der Himmel über Masuren. Uns fällt etwas ein, wir segeln dahin in Annis Blick und haben es gleich wieder vergessen. Und wenn schon, sagt Hannelore, auch für die mache ich nicht den Affen, ich spiele auch für die nicht den Clown und überhaupt immer die Töchter. Da hat sie recht. Wir sehen sie ja. Sonntags, wir sitzen am Fenster, sehen die Schwiegersöhne und Enkel vorbeiziehen. Dolle Kerle. Von denen kommt keiner zu uns, fragt, ob wir mitmachen wollen. Eine Schande. Allerdings zupft uns von denen auch keiner das Barthaar. Das eine, das piekt. Elses Tochter mit ihrer Pinzette. Wenn die ihre Lesebrille aufsetzt, unseren Kopf zum Licht dreht, entgeht er kein Härchen. Härchen, dass ich nicht lache, sagt Else. Eine richtige Borste war das. Da muss Anni prusten. Eine Erbse springt aus ihrer Nase direkt auf den Tisch. Wir sehen ihr nach, wie sie kullert über das Tischtuch zwischen den Gläsern hindurch, auf die Kante zu. Soll sie ruhig fallen. Anni mag keine Erbsen. Das haben wir nun wirklich oft genug angemerkt. So, jawohl, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Julia Wolf. Was in diesem ersten Teil sofort auffällt, mit Blick auf die Majellchen, das ist übrigens ein inzwischen fast ausgestorbener Begriff aus Ostpreußen für Mädchen. Also wir haben es hier mit den drei alten Mädchen zu tun, Else, Anni und Hannelore. Und die sprechen mit einer Stimme. Das heißt, wir haben hier ein literarisches Wir. Warum war Ihnen das wichtig? Ja, der Ansatz war, so einen dementen Kosmos zu erschaffen, in dem diese Gedanken ineinander fließen und dem die Erinnerung der eine auch immer die Erinnerung der anderen sein können. Also, dass es wirklich zu einem verfließt, das war so die Idee dahinter, so einen Kosmos zu schaffen. Hm. Auf diesen ersten drei Seiten klingen schon einige Aspekte an, die im Buch von Frauen eben aus drei Generationen erzählt, thematisiert werden. Es geht immer wieder ums Erinnern, Festhalten und Loslassen von auch traumatischen Erlebnissen. Tiefsitzende Glaubenssätze sind immer wieder ein Thema und es geht um das besondere Verhältnis zwischen Müttern und Töchtern und um den weiblichen Blick auch und insbesondere auf andere Frauen, der immer noch und ganz oft auf Vergleiche und Bewertungen gepolt ist. Diese Mariellchen, jetzt ging es gerade um die Zähne, das ist irgendwie auch schon immer schön, weil das ein Riesenthema ist, aber sie schauen ganz viel Germany's Next Topmodel im Fernsehen und man fragt sich so ein bisschen, inwieweit, oder ja, die Frage an Sie, wie weit sind wir gekommen mit all den Emanzipationsbestrebungen, wenn eben auch die Generation der Mariellchen letztendlich immer noch auf offensichtlich diesen Vergleich doch aus ist. Also ich glaube, der Roman hat beides. Er hat einmal dieses Konkurrenzdenken und im Fall der Mariellchen auch so ein gewisses Optimierungsstreben dieser Frauen. Aber es gibt auch immer wieder die Momente von Solidarität zwischen den Frauen in allen drei Teilen. Und es war mir eben irgendwie wichtig, das in so einer Ambivalenz zu zeigen, also beides zu zeigen, sowohl ein Konkurrenzdenken, was gesellschaftlich irgendwie auch teilweise immer noch gefördert wird und gleichzeitig aber auch die Solidarität untereinander, auch wenn die nicht immer alle nett zueinander sind, stehen sie doch zueinander und helfen einander. Eine der Fragen, die alle Frauen, glaube ich, auf die eine oder andere Art, so mein Eindruck, beschäftigt, lautet, was macht eine richtige Frau eigentlich aus? Haben Sie darauf für sich auch über das Schreiben vielleicht nochmal anders eine Antwort gefunden? Die Frage habe ich mir tatsächlich beim Schreiben gar nicht gestellt. Ah, interessant. Aber das ist interessant, dass Sie das darin lesen. Ja. Eine richtige Frau gibt es nicht. Nee, würde ich nämlich auch sagen, genau. Ja. Aber also es ist immer wieder ein Auseinandersetzen, ja auch ganz viel mit Körperlichkeit, ne? Mit genau. Essstörung oder auch nicht. Die Frage, bekomme ich ein Kind oder nicht? Also da hängen so viele Fragen dran. Und ja, diesem eben, wann ist eine Frau eine Frau? Aber wahrscheinlich sprengt die Frage vielleicht auch ein Stück weit den Rahmen dieses Abends. Nicht, jetzt verstehe ich auch besser, woher die Frage kommt. Ich glaube, also der Titel Alte Mädchen ist für mich so ein bisschen wie so ein Resonanzraum. Also dieses Wort Mädchen taucht in verschiedenen Variationen, in verschiedenen Konnotationen immer wieder auf und spielt halt verschiedene Formen von Weiblichkeit durch. Und was jetzt für Einzelne dazugehört und was nicht dazugehört, so würde ich es fassen. Aber ich würde nicht sagen, dass es irgendwie darum geht, wie man also eine richtige Weiblichkeit zu zeigen oder so. Ja. Nee, da wäre ich auch sofort dabei, dass es die nicht gibt, auf jeden Fall. Weil wir jetzt schon die drei Teile immer wieder angesprochen haben. Also es sind eben drei Teile im Roman, jeweils drei Frauen, die wir kennenlernen, die nicht miteinander verwandt oder bekannt sind. Das heißt, es sind in einer gewissen Weise eben auch ganz eigenständige Geschichten, die wir da lesen. Im zweiten Teil geht es um eine gescheiterte Kleinfamilie zum Beispiel und um die darin vorherrschende Sprachlosigkeit, die, was ich unglaublich toll liest, vor allem durch Sprachnachrichten von Tante Gudrun an ihre Nichte Tini zum Ausdruck kommen. Im dritten Teil geht es um drei Freundinnen, um die 30 und nochmal die Fragen, die die sich stellen, was natürlich naturgemäß andere sind als die aus den anderen Generationen. Also Kind, ja, nein, Karriere machen, zu welchem Preis? Was hat sich aus Ihren Augen, in Ihren Augen für Frauen mit Blick auf diese drei Generationen verändert, respektive verbessert? Also es gibt natürlich, wenn man jetzt die Generation, die in den 80er Jahren geboren wurde, vergleicht mit der Generation, die in den 20er Jahren geboren wurde, ganz große Errungenschaften an Freiheit und Rechten und so weiter. Also das ist nicht zu leugnen. Da hat sich auf alle Fälle vieles verbessert, was nicht heißt, dass es nicht weiter zu kämpfen gilt für feministische Anliegen so. Ein Aspekt, der immer wieder in ganz unterschiedlichen Konstellationen, aber besonders im zweiten Teil ein Thema ist, ist die berühmte Care-Arbeit. Also im zweiten Teil geht es
nicht nur um die Frage, wer kümmert sich eigentlich um die Erziehung in dem Fall des Kindes, sondern auch um die Mutter, die gepflegt werden muss, die im Sterben liegt, beziehungsweise die Großmutter. Sie selbst sind Mitglied im Autorinnenkollektiv Writing with Care/Rage. Welche Rolle kann hier die Literatur vielleicht auch ein Stück weit übernehmen, wenn es darum geht, auf solche Fragen und Themen aufmerksam zu machen? Also ich habe vor allem gemerkt, dass es mir wichtig war, diese Sorgearbeit als Thema auch in die Literatur mit reinzuholen. Und also ich selber lese gerne Texte, in denen das auch vorkommt als Gegenstand eines literarischen Textes so. Und ich glaube, dass in meinem Buch in allen drei Teilen Sorgearbeit ein wichtiges Thema ist, weil in dieser Seniorenresidenz am Anfang, da gibt es ja auch die PflegerInnen und so weiter, die zwar am Rande, aber doch eine sehr wichtige Rolle spielen. Da gibt es die offensichtliche Pflegethematik im zweiten Teil und im dritten Teil gibt es aber eben auch diese Sorgearbeit, die man in Freundinnenschaft irgendwie leistet, indem man sich umeinander kümmert und füreinander da ist. So, also es zieht sich so durch alle drei Teile durch und war mir ganz wichtig, das auch als Gegenstand von so einem literarischen Text zu zeigen, dass es möglich ist. Ja. Das tun Sie mit Ihrem Roman Alte Mädchen. Julia Wolf, ganz herzlichen Dank dafür. Danke Ihnen. Schön, dass Sie da sind. Danke. Jetzt unterschlagen habe, ist, dass es mit Gerwig Epkes und Norbert Gstrein weitergeht. Entschuldigung. Norbert Gstrein, schön, dass Sie unser Gast sind heute Abend. Danke, ich freue mich, dass ich hier bin. Wir waren ja auch irgendwann schon, glaube ich, gemeinsam hier oder auf einer anderen Bühne. Nee, auf dieser Bühne waren wir sogar. Ja, genau, da waren wir. Und jetzt mit Ihrem neuen Roman, 4 Tage, 3 Nächte. Das bezieht sich, der Titel, damit wir das gleich abgehandelt haben, bezieht sich auf 2 Ereignisse. Ja. Können Sie die schnell nennen? Das eine Ereignis ist, dass der Vater meiner beiden Hauptfiguren, die sind ein Geschwisterpaar, Ines und Elias, Halbgeschwister. Der Vater ist ein Tiroler Hotelier, ein 5-Sterne-Hotelier, der glaubt, in Zeiten des Lockdowns eine sogenannte Pre-Season-Sause in seinem Hotel veranstalten zu müssen. Und das nennt er standesgemäß 4 Tage, 3 Nächte. Das ist der eine Hintergrund für den Titel dieses Romans. Und der andere ist, dass die 3 Hauptfiguren sich am Ende des Jahres 2020, der Roman spielt in den letzten Wochen des Jahres 2020, sich zusammensetzen und 4 Tage, 3 Nächte lang zufällig, kommt das auf diese 4 Tage, 3 Nächte hin, sich Geschichten erzählen. Ja, danke schön. Jetzt haben Sie schon eine Menge über den Roman erzählt. Mensch, danke. Ich nehme Ihnen gern die halbe Arbeit ab, wenn Sie mir Ihr halbes Honorar geben. Vor allem, wenn es jemand kann, dann Sie. Ja. Klar. In 4 Tage, 3 Nächte verhandeln Sie eigentlich ein heikles Thema. Sie haben es gerade schon gesagt, Geschwisterliebe. Das ist ganz schwierig. Also ich werde jetzt immer ratloser, wenn ich von Themen sprechen soll, von Themen in meinen Romanen und von Themen in Romanen überhaupt. Vielleicht sollte man über Romane gar nicht in dieser Form sprechen, dass sie ein Thema haben. Dieser Roman, wenn man so will, könnte in der Art besprochen werden, dass er dieses und jenes Thema hat. Aber im Wesentlichen ist die Hauptarbeit dieses Romans, dass er sein Hauptthema möglichst lang verbirgt und erst auf den allerletzten Seiten sichtbar macht. Das stimmt. Auch das haben Sie schon vorweggenommen. Ist wunderbar, ja. Ja. Sie haben das gesagt, reicher Hotelbesitzer, Tirol. Aber ob jetzt Thema oder nicht, auf alle Fälle gibt es diese Geschwisterliebe in diesem Roman. Ja. Und diese Geschwisterliebe
ist etwas sehr Besonderes, insofern, weil sie erstens Halbgeschwister sind. Die beiden Kinder, das Mädchen Ines und der Junge, der Elias, die haben sich, da waren sie sehr jung, einfach mal gesehen und sind wirklich ineinander verknallt. Mit ganz jungen Jahren war das so. Und ja, sie haben in ihren ersten Jahren, bis sie 15 oder 16 geworden sind, haben sie nicht davon gewusst, dass sie Halbgeschwister sind und haben sich in der Zeit, in ihren ersten Jahren, schon auf geradezu obsessive Weise aufeinander zubewegt. Und insbesondere der Bruder Elias kommt Zeit seines Lebens nicht mehr von dieser Obsession los, das kann man sagen. Ja, also ich wollte ja eigentlich sagen, ja, vielen Dank, aber für mich ist es so, dass ja diese beiden Kinder, als sie dann erfahren, dass sie einen gemeinsamen Vater haben, ist das ja ein Schock, weil ich meine, die mochten sich ja wirklich, die waren ja wirklich ineinander verknallt, verliebt. Ja. Und dann kommt raus, dass dieser Tiroler Hotelier sowohl der Vater von Elias ist, wie auch der Vater von Ines. Und irgendwann kommt dann auch noch raus, dass auch noch eine dritte Tochter da oder ein drittes Kind da ist, eine Tochter, die in einem Heim wohnt. Und der Vater ist, weil er viel Geld hat, immer gerne bereit, mit Geld die Sachen zu verändern oder gerade zu biegen. Das ist ihm aber bei Ines nicht gelungen. Das ist ihm jetzt bei der anderen Tochter relativ gelungen. Also, die beiden Halbgeschwister versuchen ja, nachdem sie das jetzt erfahren haben, mit dieser Situation zurechtzukommen. Sie haben gesagt, der Elias kommt gar nicht mehr davon los. Ich habe auch das Gefühl, dass die Ines davon gar nicht loskommt. Die holt sich ja einen Liebhaber nach dem anderen. Und wenn sie die Schnauze voll hat, weil die sich auch alle, natürlich, die müssen sich einfach schlecht benehmen, ihrer Ansicht nach, oder falsch benehmen, es geht gar nicht anders, dann sagt sie, willst du den oder hol mir den mal jetzt vom Hals. Elias, der Bruder, fühlt sich aufgefordert, manchmal mit einigem Recht, manchmal auch nicht, die Liebhaber seiner Schwester wieder aus ihrem Leben hinauszuschaffen. Und das geht sehr weit, geht so weit, dass gewisse dieser Männer tatsächlich auch in Gefahr kommen. Diese Figuren, wenn ich über sie spreche, wird mir immer klarer, sind mit Psychologie allein nicht zu erklären. Nee. Das sind Figuren, die auch aus dem Mythos kommen, Figuren, die auch aus der Literatur kommen. Vorbilder für diese Figuren könnten Figuren in Romanen von Faulkner sein, in denen es auch diese obsessive, verrückte Geschwisterliebe gibt. Diese Geschwisterliebe insbesondere aus Sicht eines Bruders gesehen, der sich in seiner Verrücktheit eher vorstellen kann, einen Inzest, als dass seine Schwester etwas mit einem anderen Mann hat. Und das ist schon ziemlich verrückt. Wenn er da aber ihr die vom Hals schafft, die Liebhaber, ist sie nie dagegen. Und es gibt zwei Situationen in diesem Roman, die so schlimm sind, dass man sich wirklich wundert, warum die nicht sagt, jetzt ist aber mal Schluss, lieber Elias. Ja. Und eine davon wollen Sie uns, glaube ich, vorlesen. Eine bewegen wir uns zu in der Stelle, die ich vorlesen werde. Okay. Das mache ich gerne, ja. Die spielt in Colorado. Dieser Hoteliersvater zahlt seinen beiden Kindern jeweils ein Jahr in Amerika. Ines geht nach Boulder und hat dort einen amerikanischen Freund, Matt. Und als Elias die beiden besucht, machen sie sich auf zu einer Wanderung in die Berge. Es kommt da auch eine Therapeutin vor. Die Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzähle, erzählt nämlich Elias einer Therapeutin oder genau genommen, er erzählt sie ihr nicht. Es geht nämlich wesentlich darum, was er bei dieser Erzählung auslässt. Denn für dieses Wochenende hatten wir einen Ausflug vor und es sollte nicht in die Berge gehen, jedenfalls auf keine Gipfel, sondern auf ein Hochplateau, noch in Colorado, aber schon an der Grenze zu Wyoming, wo Matt als Kind mit seinen Eltern oft wandern gewesen war.
Wir wollten 2 oder 3 Nächte draußen bleiben, so unser Plan. Und dass ein früher Schnee angekündigt war, machte es nicht nur für Matt reizvoller, er nannte es the real thing, wenn es schneite. Und also trottete ich mit einem hoch aufgetürmten Rucksack, den ich von der ersten Sekunde an hasste, einmal neben ihnen, einmal hinter ihnen, in diese an allen Seiten von kaum aus der Ebene herausragenden Bergen begrenzte, weite Graslandschaft hinein. Ines hätte sich zu Hause zu so etwas unter keinen Umständen bewegen lassen, aber mit Matt wollte sie nicht klein beigeben und sagte, ihretwegen könnten wir auch die ganze Nacht durchgehen, wenn er sie fragte, ob sie es noch schaffe. Und als wir am ersten Abend an einem Ungestüm in die Ferne meandernden Flüsschen unsere Zelte aufschlugen und er mit einer behelfsmäßigen Angel, die er sich zusätzlich zu seiner anderen Ausrüstung aufgepackt hatte, prompt ein paar Forellen aus dem Wasser zog, war sie schon dabei, Feuer zu machen und half ihm beim Ausnehmen, als hätte sie nie etwas anderes getan. Die Sonne ging unter und als die Dunkelheit hereinbrach und wir uns überzeugt hatten, dass keine Glut mehr in der Asche war, verkrochen sie sich in ihrem Zelt und ich hantierte noch an meinem herum, das vielleicht 10 Meter von ihrem entfernt stand, damit sie ein bisschen Privatsphäre hatten. Dann legte ich mich selbst in den Schlafsack und zog den Reißverschluss des Eingangs zu, aber ich konnte nicht schlafen, machte die Taschenlampe an und las. Und als auch das nicht half, schlug ich die Plane wieder zurück und trat noch einmal ins Freie. Es hatte merklich abgekühlt, obwohl nur 2 Stunden vergangen sein mochten und ich glaubte wahrnehmen zu können, wie sich der Sternenhimmel langsam vor dem Horizont drehte, während ich plötzlich das leise Gurgeln und Plätschern des Flüsschens hörte, das mir davor entgangen war. In dem anderen Zelt war noch Licht an. Ich hatte zuerst gar nicht hinübergeschaut, als würde ich allein mit dem Schauen eine Grenze verletzen, aber kaum hatte ich meinen Blick darauf geheftet, setzte ich mich auch schon in Bewegung und war noch keine 3 Schritte gegangen, als ich innehielt und lauschte und über das wilde Pochen meines Herzens erschrak. Ich konnte meine Angst kaum unterdrücken in den ersten paar Sekunden, die ich dann verharrte, angezogen von dem Schein, in dem ich die beiden Köpfe zu erkennen glaubte. Aber das sagte ich der Therapeutin nicht. Stattdessen sagte ich ihr, dass ich mich noch einmal erhoben hätte, weil ich Ines fragen wollte, ob sie eine Zigarette für mich habe. Dabei hatte ich selbst noch 2 unangebrochene Päckchen in meinem Rucksack und brauchte sie deswegen nicht zu bemühen. Ich sagte der Therapeutin auch nicht, dass ich Acht gegeben hatte, kein Geräusch zu machen. Tatsächlich hatte ich mich Schritt für Schritt vorwärts getastet und nach der kleinsten Bewegung gewartet, bis ich sicher war, dass ich mich nicht verraten hatte. Ich sagte ihr nur, dass ich es mir anders überlegt hätte, als ich das Zelt erreicht hatte und gleich wieder umgekehrt sei. In Wirklichkeit war ich jedoch minutenlang dagestanden und hatte gelauscht. Und Ines aus nächster Nähe flüstern zu hören, erschütterte mich. Ich beugte mich dicht über die Zeltplane und war wahrscheinlich keinen halben Meter von ihrem Kopf entfernt und ihre Stimme klang müde und zutraulich Englisch, das sie in den letzten Monaten so weit verbessert hatte, dass nicht viel fehlte, sie als Einheimische durchgehen zu lassen. Matt las ihr eine Geschichte vor, in der es um eine Pioniersfrau ging, die vom tagelangen Chinook, der ohne Unterdass wehte, den Verstand verloren hatte und plötzlich aufgebrochen und auf Nimmerwiedersehen in der Prärie verschwunden war. Und Ines schien dazwischen immer wieder halb einzunicken und dann aufzuschrecken. Jedenfalls beteuerte sie 2-mal und gleich darauf, als er eine Pause machte, ein 3. Mal, sie sei hellwach, er solle fortfahren und sich nicht darum kümmern, dass sie die Augen geschlossen habe. Muss ich jetzt Angst haben, sagte sie, als er zu Ende gelesen hatte, draußen gibt es Bären und Wölfe, aber du beschützt mich. Ich beschütze dich, Ines. Und wenn ich selbst in die Nacht hinausgehe, dann hole ich dich zurück. Hältst du Wache, während ich schlafe? Ja, sagte er, ich werde kein Auge zutun. Und wenn ein entlaufener Serienmörder um unser Zelt schleicht und jetzt gerade davor steht und uns bedauert? Ihre Stimme hatte sich nicht geändert und doch zuckte ich zusammen, als könnte Ines nur mich meinen, weil sie vielleicht etwas gehört hatte. Und ich wurde
auch den Eindruck nicht los, dass Matt plötzlich lauter sprach. Das würde ich ihm nicht raten, sagte er. Ich würde ihm zeigen, dass er keine Ahnung hat, wie man richtig Schrecken verbreitet. Du brauchst keine Angst zu haben, er müsste schon ein richtiger Dummkopf sein, ausgerechnet hier herumzuirren. Du liebst mich, Matt? Er sagte ja, aber sie solle jetzt schlafen. Du liebst mich? Er sagte wieder ja, ob er das nicht oft genug versichert habe, was Ines träge verneinte. Und als sie wenig später wirklich eingeschlafen war, schlich ich um das Zelt herum und blieb eine Weile auf seiner Seite stehen. Ich ließ mich vorsichtig auf alle Vieren nieder, meine Stirn fast auf dem Boden. Dort hörte ich seinen Atem, als würde er mir direkt ins Ohr hauchen und hielt selbst die Luft an, während ich mir wünschte, statt ihm neben Ines zu liegen. Und allein von dem Gedanken wieder in einen solchen Schrecken versetzt wurde, dass ich mich zuerst lautlos davon machte und als ich endlich weit genug weg war, stolpernd in das sternenbeleuchtete und grünlich phosphoreszierende Ungefähr vor mir hineinlief. Danke. Danke Ihnen. Danke, Norbert Schrein. Das ist ja eigentlich eine sehr eigenartige Situation. Und am nächsten Tag sagt der Matt, glaube ich, zum Elias, weißt du was, du bist pervers. Ja. Also es geht richtig zur Sache. Und dann gehen die spazieren, also wandern weiter. Und dann, und das ist das, was sie mit der Therapeutin erzählten, dann sagt der Elias zu der Therapeutin, ja, wissen Sie, das habe ich alles noch gar nicht erzählt, aber das ist so, wissen Sie, ich stolperte und habe den Matt da so bei so runtergestoßen und naja, überlebt hat er. Aber das ist das Zurechtgelegte, was sich Elias überlegt hat. In Wirklichkeit war es anders. Und auch da hat schon Ines sich nicht von ihm getrennt. Denn ich meine, diese ganze Frage, liebst du mich, ja, ich liebe dich, beschützt du mich und dann sagt sie, naja, Pech gehabt, ne? Ja, Elias ist ein sehr unheimlicher Erzähler. Ein Erzähler, dem man nicht trauen sollte. Man weiß, dass er sich an einen Abgrund heran erzählt. Man kann aber deutlich auch den Eindruck haben, dass er Dinge auslässt, dass er Dinge beschönigt, dass er, wenn er sagt, er sei gestolpert, möglicherweise nicht gestolpert ist, sondern Matt tatsächlich in den Abgrund gestoßen hat. Die Ursprungsfrage, die diesen Roman in Gang setzt, ist die Frage, die sich die beiden Geschwister stellen, ob es Liebe in einem Sinn wie im 19. Jahrhundert heute noch gäbe. Liebe wie in den Romanen, bei denen gewöhnlich eine Frau an ihren Sehnsüchten zu Tode kommt. Und in ihren sehr merkwürdigen Spielen bringen sie immer wieder Männer an den Rand des, an den Rand, an den äußersten Rand. An den Rand, genau, an den Abgrund, genau. Aber wir kommen jetzt schon in die Gefahr hinein, dass wir erzählen, wie es weitergeht, und das wollen wir nicht, weil ich finde, das hat so eine Überraschung. Wir hatten es ja gerade schon bei Theresa Enzensberger, man glaubt gar nicht, dass da noch, aber es kommt, und bei Ihnen kommen auch eine Überraschung, da ist man wirklich vollkommen von Socken. Die Ines ist ja Lyrik, Wissenschaftlerin, ja, und habilitiert. Ja, und dann geht das so mit dem 19. Jahrhundert ganz gut. Wissen Sie, woran ich immer gedacht habe, als ich das gelesen habe, das Buch? An Welsungenblut von Thomas Mann. Durchaus, das liegt nah, natürlich, ne? auf der Hand. Wobei man da auch wieder natürlich, was ich mir immer mehr verbiete, man denkt da natürlich auch nach Themen. Man denkt Geschwisterliebe und dann ist man sehr schnell bei Thomas Mann. Das waren Zwillinge, ja, ne? Sigmund und Sieglind. Ja. Und die beiden, die schlafen ja nur wirklich miteinander, sozusagen am Vorabend, bevor Sieglind den Herrn von Beckerath heiratet. Und wie der Thomas Mann diesen von Beckerath beschreibt, das ist wieder so, man möchte ihn nie kennenlernen. Nie, wirklich nie. Diesen Mann wirklich, bitte, nein, nie. Und diese Geschichte wurde ja von Thomas Mann,
die wurde nie zu seinen Lebzeiten veröffentlicht, außer einmal als Privatdruck bei 350 Exemplaren. Es gab im Hause Bringsheim ganz schön viel Ärger darüber, aber das müssen wir jetzt nicht alles erzählen. Ja, ja. Also ich habe nur gedacht, naja. Vor allen Dingen, weil sie nicht ganz gegen den Verdacht sich wehren kann, dass sie nicht auch ein bisschen oder mehr als nur ein bisschen antisemitisch ist. Ja, das war das Problem. Das liegt an der Schlusssetzung, genau. Ja. Das war das Problem mit der Familie von ja, Thomas Manns. Ja, weil Frau, der Thomas Mann sagte, mir gefällt das nicht, was ich da zum Schluss geschrieben habe. Dann hat ihm wiederum jemand etwas gesagt und genau. Aber das ist nicht unser Thema, um Gottes Willen. Ich wollte nur sagen, der Thomas Mann geht nur meiner Ansicht nach einen Schritt noch weiter als Sie. Und ich glaube ja nicht, dass ich auf meine Frage jetzt eine Antwort kriege, aber ich habe dann noch, wirklich, wie das so ist, es läuft ja dann also ab. 4 Tage, 3 Nächte, ein modernes Welsungenblut-Geschichte? Nein. Ich glaube nicht, dass ich das beispielsweise, wenn Sie mir diesen Blurb schreiben würden, glaube ich nicht, dass ich den verwenden wollte, nein. Nein, natürlich nicht, dass die das überlegt haben, aber ich meine, hinterher kann man sich ja was, ist das so, ich meine, da denkt jeder so etwas darüber. Ja. Wie sagte Dieter Hildebrand mal, es kann nur rauskommen, was drin ist. Okay, und Sie haben es zu Anfang gesagt, Sie glauben auch, dass mit diesem Roman kommt man nicht bei, indem man psychologisiert. Ich glaube, das ist eine Falle. Ja. Das ist wirklich eine Falle, weil diese Geschwisterliebe ist das eine und das ist eine ganz wichtige Sache und die erleben einen Schock und damit müssen sie irgendwie zurechtkommen. Und das beschreiben Sie. Da kann ich lange überlegen, auf welchen Gründe und was, das ist alles vollkommen wurscht. Das Einzige, was für die wichtig wäre, wäre damit da rauszukommen aus der ganzen Geschichte. Und das ist schwierig. Aber die Geschichte bereitet wesentlich eine ganz andere Geschichte vor, wie im Grunde der ganze Roman danach aufgebaut ist, dass man zuerst auf ein Zentrum hingeführt wird und jeweils am Rande spielt sich aber das Wesentliche ab. Und dieses Wesentliche, das sich am Rande abspielt, setzt jeweils ein neues Zentrum. Und vielleicht müssen wir das zentrale Thema am Ende doch aussprechen, das Ausgesparte, das sich erst einem Leser, einer Leserin auf Seite 300 wirklich eröffnet, obwohl auf vielen Seiten davor Hinweise gegeben sind auf dieses Thema, sehr deutliche Hinweise, die aber ein Leser, eine Leserin mit großer Wahrscheinlichkeit übersehen wird. Weil, wozu Sie ja eine Menge dann beigetragen haben, weil Sie das ja auch so wollten. Beides. Es ist gewissermaßen, der Roman ist ein Experiment mit Lesegewohnheiten, weil er zentral eine Figur einführt und diese Figur vollkommen unbestimmt lässt. Und diese Bestimmung, ich kann es sagen, es geht um einen Schwarzen, von dem nicht gesagt wird, dass er schwarz ist. Das als Entscheidung gewissermaßen eine Figur in einem Roman farbenblind einzuführen. Es gibt aber viele Hinweise in dem Roman, die einen darauf bringen könnten, dass man das aus äußeren Beobachtungen feststellen könnte. Man wird es aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht tun und steht dann nach vielleicht 300 Seiten vor einer ganz großen Überraschung, die auch eine ganz große Überraschung ist, was die eigene Wahrnehmungsformatierung betrifft. Eckstein, Sie sind wirklich ein Meister des Teaserns Ihres eigenen Romans. Das finde ich ganz toll. Das gefällt mir unglaublich gut. Ich sehe meine Romane nicht so. Also ich gehe sehr leichtfertig mit so etwas um wie dem sogenannten Plot. Ich kann im Grunde alles spoilern, weil wenn es darauf ankäme in meinen Romanen, dann wären es nicht meine Romane. Wollte ich gerade sagen, ja, dann wäre es das nicht. Dann ja. Wären es nicht meine Romane. Es wäre ganz Stein, genau. Ja. Ja. Okay. Also, ich bedanke mich, dass Sie unser Gast waren und bin gespannt auf den nächsten Roman, trotz allem, obwohl der so toll ist. Danke. Danke. Danke.
Und weiter geht's mit Martin Kordic und meiner Kollegin Anna Engel. Ich würde sagen, pünktlich zum Glockenschlag legen wir los. Martin Kordic, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier heute Abend sind. Hallo. Sie sind Autor und Lektor. 2014 erschien Ihr Debüt, wie ich mir das Glück vorstelle, in dem Sie die grausamen Ereignisse des Bosnienkriegs aus kindlicher Perspektive erzählen. Dafür haben Sie unter anderem den Adalbert von Chamisso Förderpreis bekommen. Damals, vor 8 Jahren, war es Viktor. Heute steht zu Beginn des Romans der 15-jährige Jelko im Mittelpunkt des Romans. Er wird von allen Jimmy genannt. Was hat Sie dazu bewegt, an einem jungen, einem jugendlichen Erzähler festzuhalten und seine Sicht mit uns zu teilen? Also das ist mir so passiert. Ich hatte eigentlich vor, einen anderen Roman zu schreiben. Ich schreibe sehr langsam und Schreiben ist für mich eigentlich hauptsächlich eigentlich eine private Angelegenheit, in der ich im Alltag Dinge mitschreibe oder dokumentiere. Und irgendwann entsteht dann diese fiktionale Arbeit. Und ich hatte dann vor, nachdem ich 3 Jahre nach dem ersten Roman überhaupt gar keinen neuen Roman begonnen hatte, einen neuen zu beginnen und wollte dann, ich kann das erzählen, weil ich diesen Roman nicht schreiben werde, eigentlich einen Roman schreiben, eine Art Robinsonade, in der es um eine Seglerin gehen sollte, die die ganze Romanhandlung über im Mast ihres Segelbootes hängt. Und das war die Idee, die ich mir irgendwie intellektuell und gedanklich vorbereitet hatte. Und als ich dann vor dem weißen Blatt Papier saß, schrieb ich die ersten 3 Sätze, die auch jetzt noch die ersten 3 Sätze des Romans sind. Und da war Jelko, dieser Erzähler, da und ich bin ihm dann gefolgt. Der ist dazwischen gefunkt sozusagen, ja. Und verstehe. Dazu passt ganz schön, finde ich, was Sie gerade gesagt haben, dazu passt ganz schön ein Satz von Jelko: Ich notiere die Gegenwart, um eines Tages die Vergangenheit rekonstruieren zu können. Beschreibt das auch Ihren Wunsch nach einer Art Selbstvergewisserung, Selbstverortung beim Schreiben? Ja, absolut. Also für mich ist Schreiben ähnlich oder hat ähnliche Aspekte wie viele andere Dinge, die zu einer Routine werden können, egal ob es jetzt Ernährung ist, Sport, Schreiben. Das alles ist irgendwie eine Art Selbstvergewisserung und führt dazu, dass ich selbst, oder das ist irgendwie so sehr Teil meines Lebens, dass wenn ich es nicht tue, dass ich unruhig werde oder dass ich das Gefühl habe, nicht stabil irgendwie zu sein im Alltag. Und deshalb ist Schreiben sehr, sehr wichtig. Und dieser Aspekt, den Sie mit diesem Zitat ansprechen, das ist eigentlich ein schöner Nebeneffekt, dass man dann rückblickend genauer weiß, wie es damals war oder wie man es damals wahrgenommen hat, wenn man so im Alltag Dinge mitschreibt. Klingt, als würden Sie Tagebuch schreiben, unter anderem? Genau, es ist eigentlich nicht Tagebuch schreiben, sondern es ist, ich würde eher sagen, Logbuch schreiben, um in der Segelsprache zu bleiben. Also, der kommt doch noch, der Roman, glaube ich. Ja, also es ist nicht wirklich Tagebuch schreiben, es ist einfach ein Festhalten. Ein Festhalten, ja, ja, genau. Ja. Ja. In Ihrem neuen Roman Jahre mit Martha geht es um die Professorin Martha, die mit Mann und Tochter in einer Villa in Heidelberg lebt, und um Jimmy Jelko, der aus einer kroatischen Einwandererfamilie aus Bosnien-Herzegowina stammt. Er lebt zusammen mit seinen beiden Geschwistern und seinen Eltern in einer kleinen 2,5-Zimmer-Wohnung in Ludwigshafen, und Jimmy bekommt da
früh mit, wie hart seine Eltern arbeiten müssen, um dieses Leben zu ermöglichen, ihm und seinen beiden Geschwistern. Und er merkt früh, dass er sich unglaublich anstrengen muss, beweisen muss, eigentlich immer schneller, besser, schlauer sein muss, um möglichst akzeptiert zu werden. Dafür ist er viel bereit zu tun. An einer Stelle reflektiert er: Ich wollte einer werden, den man nicht herumschieben kann. Ich wollte einer werden mit Verstand. Ich war bereit, alles dafür zu tun. Und was dieses alles für ihn konkret bedeutet, auch davon erzählt Ihr Roman. Martin Kordisch, bevor wir aber weitersprechen, möchte ich Sie gerne bitten, uns einen kurzen Auszug aus dem Anfang vorzulesen. Ja, ich lese direkt beginnend mit dem ersten Kapitel. Ich sah Martha zum ersten Mal auf dem 40. Geburtstag meiner Mutter. Damals wusste ich nicht, dass sie Martha hieß. Ich kannte sie nur als Frau Gruber. Die Geburtstagsfeier sollte unten im Gemeindesaal stattfinden. Das war der Keller in unserem Hinterhof. Mehrmals wöchentlich trafen sich dort die Mitglieder des Friedenszentrums für einen Nähkurs oder zum Bibelstudium. Obwohl es von außen nicht erkennbar war, gehörte das Haus einer kirchlichen Gemeinschaft oder einem christlichen Verein. Genau weiß ich das nicht. Zwischen vielen anderen braunen Häusern stand es irgendwo in Ludwigshafen. Mein Vater war hier der Hausmeister und meine Mutter die Putzfrau. Für diese Arbeiten bekamen wir eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Vorderhaus, in der wir mietfrei wohnen konnten. Mein Vater, meine Mutter, mein großer Bruder Kuno, meine kleine Schwester Ljuba und unser Wellensittich Lothar, der so hieß, weil Lothar Matthäus der beste Fußballer war. Hauptberuflich war mein Vater nicht Hausmeister, sondern Bauarbeiter. Er war immer auf Montage. Zusammen mit meiner Mutter verdiente er zwar so viel Geld, dass ich an Klassenfahrten teilnehmen konnte, dafür habe ich meinen Vater allerdings nur am Wochenende gesehen. Als sein Körper für die Baustelle zu kaputt war und er endlich im Trainingsanzug bei uns im Wohnzimmer saß und Fernsehen guckte, da war ich längst ausgezogen und lebte weit weg in einer anderen Stadt, aber das ist eine Geschichte, die ich später erzählen will. Damals fand ich das alles ganz normal. Und an dem Tag, an dem meine Mutter ihren 40. Geburtstag feierte, da saß mein Vater also in Frankfurt in einem Autokran und versetzte Schalungen für die Bahnsteige des neuen Fernbahnhofs am Flughafen. Mein Bruder machte eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei der BASF, saß bei einem Cousin in der Autowerkstatt herum oder spielte Fußball für den FC Croatia Vorderpfalz. Meine Schwester war noch sehr jung. Sie ging in die zweite Klasse oder half meiner Mutter beim Putzen und Kochen. Wenn also unter der Woche in den Räumen des Friedenszentrums etwas repariert werden musste, sprang meist ich als Hausmeister ein. So auch an dem Tag, an dem Martha und ich uns zum ersten Mal begegneten. Nach der Schule holte ich Ljuba vom Hort ab und half dann meiner Mutter, den Gemeindesaal herzurichten. Wir schoben drei Tische zusammen, legten Plastiktischdecken darüber und bereiteten darauf noch echte Häkeldeckchen aus. Meine Schwester wischte die Kellertoilette. Aus unserer Wohnung holte ich silberfarbene Serviertabletts mit Schinken und Käse und trug ein schweres Blech mit selbstgebackenen Süßigkeiten in den Gemeindesaal. Zwei Tage lang hatte meine Mutter alles zusammen mit meiner kleinen Schwester vorbereitet. "Dann die Torte noch", rief sie mir zu. Und das war der erste ungewöhnliche Moment an diesem Tag. Denn eine Torte bedeutete, dass jemand eingeladen war, der ein feinerer Mensch sein musste als wir. Als meine Mutter, meine Tanten, meine Cousinen und die Frauen von der Putzkolonne aus dem Krankenhaus. "Für Frau Gruber", sagte meine Mutter, "die aus Heidelberg." Meine Mutter hatte eine Schwarzwälder Kirschtorte gekauft, die ich nun aus dem Kühlschrank holen und anrichten sollte. Meine Mutter backte tagelang mit meiner kleinen Schwester komplizierte Kekse und andere Süßigkeiten, fürchtete aber, Frau Gruber aus Heidelberg könnte unser Essen für minderwertig halten und kaufte deshalb eine Tiefkühltorte aus dem Supermarkt. Meine Mutter wollte Frau Gruber aus Heidelberg gefallen. Meine Mutter wollte, dass Frau Gruber aus Heidelberg dachte, wir seien gute Ausländer. Meine Mutter
war die Putzfrau von Frau Grube. Vielen Dank, Martin Korditsch. Was sich hier auf diesen ersten Seiten noch nicht so andeutet, ist, Jimmy Jelko wird wütend. Der merkt, dass er in diesen Strukturen, in denen er da lebt, dass er ausbrechen möchte. Er wünscht sich ein anderes Leben und merkt, dass es unglaublich viel Kraft kostet. Es gelingt ihm größtenteils. Er macht Abitur, was ihm erstmal keiner zutraut. Es wird ihm nahegelegt, doch eine Ausbildung zu machen, von der Schule abzugehen. Er beginnt ein Studium der Literaturwissenschaften in München und merkt trotzdem, so richtig funktioniert es für ihn nicht, mit dem anerkannt gesehen zu werden, dazu zu gehören. Diese Wut ist zumindest zu Beginn, so mein Eindruck, wird zu einer Antriebsfeder für ihn. Und ich habe mich beim Lesen immer wieder gefragt, ob das womöglich auch für Sie gilt. Nein. Diese Wut bei Jelko, die ist ja auch nur in dieser Lebensphase da. Also er erzählt den Roman rückblickend und grundsätzlich das Temperament, mit dem der Roman erzählt ist, und damit kann ich mich insofern identifizieren, als dass ich 5 Jahre damit verbracht habe, ist ein versöhnlicher Blick. Also er erzählt aus dieser Zeit, in der er diese Wut entwickelt hat, aber er geht ja auch noch durch andere Emotionen. Also er verliert sich sehr im Verlaufe der Geschichte. Er stellt eben fest, dass diese Wut, die zu Beginn eine große Antriebskraft ist, es da herausschaffen zu wollen oder irgendwie nach oben schaffen zu wollen, eine Art Bildungsaufstieg hinzulegen, dass die für ihn selbst sehr ins Leere läuft, weil er sehr einsam wird dadurch, weil er zwar einen Aufstieg macht, aber auch etwas zurücklässt, nämlich seine Familie, Menschen, mit denen er sich austauschen kann, und er diesen Weg sehr alleine geht und gehen muss. Und deswegen wird es im Verlaufe der Geschichte auch eine Geschichte von Einsamkeit. Einsamkeit und einer besonderen Beziehung. Frau Gruber ist Martha. Martha Gruber, das ist die Frau, in die sich Jelko verliebt. Was als ganz zarte Beziehung, Liebesbeziehung anfängt, entwickelt sich mit der Zeit über viele Jahre hinweg auch zu einer Art Machtverhältnis, einem Machtspiel, könnte man vielleicht auch sagen. Was hat sie an diesem ungleichen Paar gereizt? Ja, das zu verfolgen, wie das abläuft, das, in diesen ersten Sätzen ist ja Jelkos Blick auf Frau Gruber da und auch diese enorme Distanz zwischen beiden. Und für ihn ist sie eine Projektionsfläche. Sind sie sich gegenseitig oder sind sich vielleicht viele Menschen, die sich verlieben ineinander? Aber sie hat erstmal alles, was er sich wünscht. Sie ist vermögend, sie ist gebildet, sie steht souverän im Leben. Und daraus entsteht eine Anziehung zwischen den beiden. Was mich dann gereizt hat, ist glaube ich, das, was auch als Frage über ganz vielen Szenen in diesem Roman steht. Tun die beiden sich eigentlich gut oder nicht? Tut sie ihm gut oder nicht? Und er selbst stellt und formuliert diese Frage am Ende des Romans auch an sie. Und irgendwie eine, ich selbst würde es auch nicht Liebesgeschichte nennen, eine Beziehungsgeschichte zu erzählen, die sich in diesem Graubereich bewegt zwischen Unterstützung und Ausbeutung. Das hat mich sehr gereizt, das erzählerisch anzugehen. Meine Geschichte will ich erzählen, weil ich glaube, dass wir uns mehr Geschichten erzählen sollten über uns in diesem Land. So formuliert es Jelko im Roman. Kommt Ihrer Ansicht nach Literatur hier eine besondere Aufgabe und vielleicht damit verbunden auch Verantwortung zu? Ja, also im Roman und wenn der Erzähler diesen Satz sagt, geht es, glaube ich, erstmal gar nicht um Literaturproduktion, sondern überhaupt um einen empathischen Blick auf Mitmenschen. Und der entsteht, indem man sich zuhört, indem man sich Geschichten erzählt. Und Literatur kann ein Teil davon sein. Und das ist auch das, warum ich selbst gerne Bücher lese. Literatur und Bücher sind die für mich beste Empathieschule.
Für Jelko wird das Lesen auch zu einer Art, oder was heißt auch, das lasse ich jetzt weg, aber wird es zu einer Art Kraftquelle und die Literatur zu einem Rückzugsort? Besonders wichtig für ihn ist die österreichische Schriftstellerin Hertha Kräftner und die taucht im Roman immer wieder auf. Welches Buch oder welche Bücher, welche Schriftstellerinnen und Schriftsteller waren für Sie besonders wichtig und prägend für Ihr eigenes Schreiben? Also für mein eigenes Schreiben würde ich neben Hertha Kräftner, über die ich vielleicht auch ein, zwei Sätze sagen kann, vor allem Agota Christoph hervorheben und den Filmemacher, aber für mich eigentlich auch Autor Michael Haneke. Das sind beides AutorInnen, die sehr, sehr, oder von denen ich sehr viel gelernt habe über Verdichtung und Verknappung und sehr präzises Arbeiten und eine präzise, verdichtete Sprache. Und Hertha Kräftner taucht in diesem Roman auf. Viele fragen sich, ob sie fiktional ist. Also die Frage bekomme ich immer wieder gestellt bei Lesungen. Habe ich recherchiert. Ob sie eine Erfindung ist, genau, aber man muss es recherchieren, weil sie keine bekannte Autorin ist, aber sie ist eine tolle Autorin. Sie ist eine Autorin, die sehr jung gestorben ist und die nur eigentlich ein fragmentarisches Werk hinterlassen hat, Anfang der 50er Jahre. Und dieses Werk kann man nachlesen in einem einzigen Buch und dieses Buch begleitet den Erzähler in diesem Roman Jelko durch verschiedene Phasen und auch durch Phasen der Einsamkeit, die er mit Hertha Kräftner teilt. Martin Korditsch, wir teilen mit Ihnen diesen Roman, Jahre mit Martha, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke. So, Shelley Kupferberg. Schönen guten Abend. Ja, ich meine, man kann sich ja schon genauso vorstellen, der Name reicht ja schon, ne? Dieses Buch hat ja einen... Reicht für was? Ja, dieses Buch hat ja schon einen furiosen Start gehabt und hat einen Bekanntheitsgrad bekommen, es ist richtig toll. Therese Enzensberger wollte den Anfang lesen. Sie wollte eigentlich was ganz anderes lesen und sagte, Ebke, es wäre schlimm, wenn ich den Prolog lese. Nein, das ist nicht schlimm. Lesen Sie ihn doch gleich, bitte. Das mache ich sehr gern. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und starte mit dem Buch, wie Sie als LeserInnen starten würden. Mein Urgroßonkel war ein Dandy. Sein Name war Isidor. Oder Innozenz oder Ignaz. Eigentlich aber hieß er Israel. Doch dieser Name war zu verräterisch, also Isidor oder Innozenz oder Ignaz. Er war ein Emporkömmling, exzentrisch, ein Parvenu, ein Multimillionär, hier und da ein Hochstapler, ein Mann der Tat und von Welt. Er war eigensinnig und voller Stolz. Wie sonst lässt sich sein Aufstieg aus dem hinterletzten ärmlichen Winkel Ostgaliziens bis in die KUK-Metropole Wien zum Kommerzialrat und wirtschaftlichen Berater des österreichischen Staates erklären? Wie sonst hätte er sich aus Lokutny bei Tlumatsch, Tlumatsch bei Kolomer, Kolomer bei Lemberg ganz nach oben hangeln können, bis zu dem Tag, als Menschen wie er ausgelöscht werden sollten? Isidor. Wer war er? Woher sein unbedingter Aufstiegswille? Was prägte ihn? Wer prägte ihn? Woher kamen die Seinen? Womit beschäftigten sie sich? Was prägte sie? Und welchen Weg gingen sie allesamt? Isidors Geschichte und die derjenigen, die ihn umgaben, zusammengesetzt aus Bruchstücken, Überlieferungen, Recherchen und Dokumenten, sie sei hier erzählt. Herzlichen Dank. Naja, genau die Arbeit haben Sie gemacht.
Also den Prolog hätten Sie ja nicht schreiben können, wenn Sie nicht recherchiert hätten. Die Frage ist aber, warum hat sich denn der Isidor genannt und ist nicht bei Israel geblieben und bei Grab, was der Nachname der väterlichen Linie ist, sondern er hat sich genannt Isidor Geller. Vollkommen richtig, und damit war er gar nicht allein zu der Zeit. Wir sprechen von einer Zeit um 1900. Isidor Geller, mein Urgroßonkel, kam aus einem kleinen Städtel in Ostgalizien, wie ich schon beschrieb, irgendwo hinter Lemberg, machte sich auf, wollte raus aus der Enge, aus der Orthodoxie, aus dieser Provinzialität in die große Donaumetropole Wien und wollte seine jüdische Identität abstreifen. Und das wollten damals ziemlich viele Leute. Wenn Sie mal anfangen zu schauen, das Who is Who der KünstlerInnen-Szene Wiens, um 1900, 1910, 20, 30, dann werden Sie merken, die eigentlichen Namen von diesen Menschen waren ganz andere, aber zutiefst jüdisch. Und da der Antisemitismus grassierend und offensiv war und auch gewalttätig, wollte man das eher ablegen und sozusagen sich assimilieren und das alles, was jüdisch anklang, als Privatsache behandeln. Aber es war ja nicht nur er. Dann hat er auch noch zwei Geschwister. Sogar noch mehr. Noch mehr. Vier. Mhm. Ja, der sagen Sie aber nicht, wie die Namen verändert haben. Sie sagen nur, dass Felge Franziska wurde und dass Rubin Robert wurde. Die anderen beiden weiß ich nicht. David und Nathan blieben seltsamerweise David und Nathan. Offenbar verspürten die nicht das Bedürfnis. Ja. Aber wie sind Sie denn darauf gekommen? Ich meine, wurde bei Ihnen in der Familie über diesen Urgroßonkel geredet? Nein. Anscheinend ja nicht genug, sonst würde Nein, ich nicht genug. Zu recherchieren. Vollkommen richtig. Ich bin ja eigentlich Journalistin, Moderatorin und habe vor einigen Jahren eine große Tagung in Berlin moderieren dürfen über NS-Raubkunst und Provenienzforschung. Es waren unglaublich spannende Vorträge von Menschen aus aller Welt zu dem Thema. Und während die Vorträge so liefen, dachte ich plötzlich, Raubkunst, warte mal, du hattest doch da irgend so einen Vorfahr in Wien, einen sehr reichen Menschen angeblich, der angeblich in einem Palais lebte. In einem Palais muss doch Kunst gehangen haben. Und diese Frage ließ mich gar nicht los und so machte ich mich nach dieser Konferenz auf und fing an zu recherchieren. Wenn ich was kann als Journalistin, ist es recherchieren, es macht mir auch großen Spaß. Und es war eine reine Privatrecherche, die ich dann anfing. Und tatsächlich, es stellte sich schnell raus, es gab diesen Urgroßonkel, er lebte in einem Palais, er besaß Kunst. Und so fragte ich mich, welche Kunst hing im Palais meines Urgroßonkels, was ist mit dieser Kunst überhaupt passiert? Und ich bin eben diesen Dingen nachgegangen. Und im nächsten Schritt dachte ich, warum war der eigentlich so reich? Der kam doch aus ganz armen Verhältnissen. All das wusste ich, mehr aber nicht. Und so fing ich an, auch hier reine Privatgeschichte. Ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben oder irgendwas damit zu machen. Ich wollte es für mich rausfinden. Ich fing an, sein Leben zu rekonstruieren und habe eben das Leben eines Self-Made-Mans, wenn Sie so wollen, rekonstruiert, der einen gewaltigen Aufstieg hinlegte, eben vom ärmlichsten Galizien-Städtel in die feine Wiener Gesellschaft. Er wurde Kommerzialrat und Berater des österreichischen Staates in ökonomischen Angelegenheiten. Ganz genau, ja. Und er war stolz auf das, was er da hinter sich gebracht hatte. Ja. Und ließ das auch alle wissen, die es wissen wollten oder auch nicht. Das war ihm egal. Ja, genau. Ihm waren auch die Frauen ziemlich egal. Also zumindest zwei Ehen sind ziemlich schnell in die Brüche gegangen. Außer einer Schauspielerin, das lassen wir jetzt mal ganz noch eben außen vor. Das ist der Glamour-Faktor der Geschichte. Aber sagen Sie mal, war denn nicht Ihr Großvater oder irgendwie? Nee, komplizierte Familienverhältnisse. Deswegen hat sich der Diogenes Verlag auch dafür entschieden, was ganz großartig ist, einen kleinen Stammbaum hinten ins Buch zu packen, damit es übersichtlich bleibt. Ich erzähle tatsächlich die Geschichte nicht nur von Isidor, sondern auch von einigen Familienmitgliedern, weil es tatsächlich so viele interessante Self-Made Men und Women gab in dieser Familie und ich diese Aufstiege total interessant fand und diese Identitätswandlungen, also dieser unbedingte Wille, dazugehören zu wollen, alles, was mit Jüdischsein zu tun hatte, abstreifen zu wollen, das stand ja für ganz, ganz viele zu dieser Zeit. Aber irgendeiner Familie muss doch auch von dem geredet haben. Und irgendeiner kannte den doch auch. Jetzt sagen Sie es mir doch, bitte.
Na gut. Ja, mein Großvater Walter, also Wiener Jude, meine Großeltern stammten aus Berlin, Wien-Hildesheim, sind alle vor Hitler nach Palästina geflohen zwischen 33 und 39. Ich bin dann in Tel Aviv geboren, viel, viel später, meine Eltern eben auch schon in Israel. Und über Umwege kamen wir nach West-Berlin. Das nur, damit Sie begreifen, was hat die jetzt mit was zu tun. Ja, ich sagte schon, kompliziert. Wie dem auch sei, mein Großvater, mein Wiener Großvater, erzählte uns Enkelkindern unglaublich viele Geschichten. Und wir bohrten auch nach, wir wollten alles wissen. Wie war es vor den Nazis? Wie war die Flucht? Was war, als die Nazis schon da waren? Überhaupt, das hat uns alles sehr interessiert. Und er hat uns sehr viel erzählt. Über Isidor allerdings hat er uns wenig erzählt. Es gab eigentlich nur diese eine Anekdote, die mir bei meinen Recherchen wieder einfiel. Er musste nämlich, er war ein sehr schlaues Schülerchen, mein Großvater, heute würde man sagen ein Streber, er musste jeden Sonntag ins Palais des Urgroßonkels, seines Onkels, der kinderlos war, zu einem Mittagessen, zu einem Bankett, das dieser Isidor gegeben hat für die Crème de la Crème der Stadt, für die Haute Volaute, wie der Berliner sagt. Und mein Großvater Walter wurde dort immer vorgeführt, wie so eine Art Zirkuspferdchen. Es gab jedes Mal nach dem Mittagessen eine Wissensfrage. Und mein Großvater Walter war ein guter Performer. Der war so ein Typ, müssen Sie sich vorstellen, im Alter. So eine Mischung aus Reich Ranitzky, Helmut Kohl und Alfred Hitchcock. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Eigentlich war er ein Schauspieler, aber in echt war er Historiker. Aber er performte für uns Enkelkindern diese eine Szene, wie Isidor eben mit seinem Löffelchen gegen ein Weinglas klingelte und sagte, Walter, steh auf! Und Walter sprang dann auch immer auf vor uns und hat eben vorgemacht, wie Isidor dann sagte, wer schlug die Schlacht im Jahre so und so? Das war Feldherr so und so im Jahre, frag mich was. Sätzen bestanden. Das war die einzige Szene, die wir über diesen Urgroßonkel kannten. Im Zuge meiner Recherche dachte ich mir, wie muss man beschaffen sein, um so drauf zu sein? Ich weiß nicht, was Sie denken. Also gut, wir reden von den Jahren 1915, 20, 25, 30. Da war man vielleicht ein bisschen anders gestrickt, so ein bisschen autoritärer. Und vielleicht machte man das da so, ich weiß es nicht. Aber es ist auch sehr inszenatorisch, sehr theatral, sehr selbstbewusst, sehr eigensinnig. Also dieser Isidor mit anderen Worten, ich will eigentlich damit sagen, war auch vielleicht nicht nur der sympathischste, aber auch das hat mich gereizt bei den Recherchen. Ich wollte wissen, wie muss so jemand beschaffen sein, der so einen Aufstiegswille zum einen verspürt und so theatralisch drauf ist. Ja, ich meine, der Aufstiegswille ist ja auch das, wenn man jemanden vorführen kann, der was kann, ne? Ich glaube, das war ein Deal, ein unausgesprochener oder vielleicht auch ein abgesprochener zwischen den beiden, das weiß ich leider nicht. Wer weiß. Der Isidor, also Ihr Großvater hatte mal ein Gedicht geschrieben, da ging es um Juden, es ging um die Schule und das trug er vor und dann sagte der Isidor, ja Junge, das ist aber jetzt nicht unbedingt so lustig. Aber weißt du, ich kann nur eins sagen, diese Leute noch nicht mal ignorieren. Der ist hinterher, der Isidor, obwohl er über Nationalsozialismus Bescheid wusste in Deutschland, den Antisemitismus in Österreich mitzukriegen, wieso sollte er nicht mitkriegen, das geht ja gar, ging ja gar nicht. Trotzdem hat er die Warnungen, die dadurch ja auftraten und auch als ihr Großvater dieses Gedicht schrieb, auch das war ja in gewisser Weise eine Warnung, wenn auch ziemlich naiv, aber ich meine, auch das war eine Warnung. Das hat er gar nicht ernst genommen und das ist etwas, was einen wirklich, ich meine, das können wir ja in Deutschland auch bei anderen sagen, wieso habt ihr das denn nicht ernst genommen, haben wir gesagt, naja, das dauert ein paar Jährchen oder eine kurze Zeit, dann ist er weg und so weiter. Man kann sich sehr täuschen. Ja. Ja. In der Tat. Die Frage stellt sich bei alledem, er hatte die Kontakte, er wurde sicherlich gewarnt, er war in Kreisen unterwegs, wo man sehr genau informiert war, was die Nazis im Deutschen Reich da so anstellten. Und offenbar hat er, wie Sie genau schon analysierten, wie so viele andere auch die Zeichen für sich nicht so interpretiert, dass er sagte, raus hier. Er hätte die finanziellen Mittel allenthalben gehabt, zu flüchten, woanders sich eine Existenz aufzubauen. Aber offenbar hat er gedacht, mir kann keiner
Und die meinen mich doch gar nicht. Ich habe doch alles getan, um dazuzugehören. Ich bin ja noch in der großen, hohen, feinen Wiener Gesellschaft angekommen. Ich bin Berater des österreichischen Staates gewesen in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Also ich kann doch gar nicht gemeint sein. Und darin hat er sich, wie wir wissen, bitterlich getäuscht. Und als er es dann begriffen hat, da war es eben schon zu spät. Ja. Er hatte ja die Möglichkeit, eine seiner Freundinnen, eine Schauspielerin, eine Budapester Schauspielerin. Seine Mätresse. Ja, so wurde das damals genannt. Dafür kann ich nichts. Ja, ich weiß. Konnte er in der Oper Auftritte kaufen, nicht verkaufen, sondern konnte sie kaufen, also ihr das kaufen, dass sie da auftreten darf. Die hat er, glaube ich, wirklich sehr geliebt. Die ist dann nach Amerika gegangen und wurde dort eine ziemlich berühmte Schauspielerin sogar. Die Nazis haben ihn verhaftet, sie haben ihn da kaputt gemacht während der Haft. Er ist wieder entlassen worden, er starb dann bald darauf. Für mich ist ein erschütterndes, Sie zitieren das auch in dem Buch, wer sollte ich sonst wissen, er hat dieser Frau, weil er nach Amerika wollte, einen Brief geschrieben und hat darin geschrieben, ich könnte auch dein Diener sein. Da dachte ich, was für ein Abstieg von oben nach unten. Also, ich meine, ne? Also das ist sehr erschütternd. Aber Sie haben viele solcher Kleinigkeiten in Ihrem Buch drin, die diese Erschütterungen, welcher Art auch jetzt immer, es muss ja nicht immer so eine sein, sehr, sehr plastisch darstellen. Dafür danke ich Ihnen sehr. Ja, der große Schatz, den ich sozusagen heben durfte, waren Familienbriefe. Ich habe nicht nur in den Archiven dieser Welt gesucht und Sie werden staunen, was sich noch in Archiven dieser Welt alles findet, wenn man glaubt, über einen Menschen gibt es so gar nichts mehr. Ich habe also mich immer bei der Recherche gefragt, wo könnte ein Mensch noch seine Spur hinterlassen haben? Und so habe ich mich dran gemacht. Und was bleibt von einem Menschen übrig, wenn nichts von ihm übrig bleibt? Und ich war erstaunt, was sich dann doch in den Archiven noch alles so finden lässt. Die Nazis waren sehr gründlich, wie wir wissen, haben doch viel Bürokratie hinterlassen, eben auch sehr viel über diesen Isidor Ignaz Innozenz, wie auch immer er sich rufen ließ. Ich musste immer vierfach suchen, das war ein bisschen erschwert bei dieser Recherche, aber ich fand eine Menge, aber der große Schatz waren eigentlich Familienbriefe, die ich fand, aus den 10er, 20er, 30er, 40er, 50er Jahren auf dem Hängeboden dieser Tel Aviver Wohnung meiner Großeltern. Die Großeltern leben schon allesamt nicht mehr seit vielen Jahren, aber es gibt noch diese Wohnung. Und diese Briefe haben, glaube ich, dazu beigetragen, genau das, was Sie gerade sagen. Es sind manchmal nur ganz kleine Bemerkungen, ganz kleine Dinge zwischen den Zeilen, die die Zeit und die Personalities so plastisch für mich gemacht haben und auch die Angst, die die Menschen hatten. Es gibt zum Beispiel einen Satz meiner Urgroßmutter Franziska, die da schreibt, es gab eine Aktion von den Nazis in Wien, dass die Juden innerhalb von 72 Stunden in einigen Bezirken ihre Wohnungen verlassen mussten. Ja? Und meine Urgroßmutter Franziska schreibt Walter, meinem Großvater, der bereits geflüchtet war aus Wien nach Palästina, sowas wie, mein liebes Kind, du kannst dir gar nicht vorstellen, was die Tage in der Synagoge los war. Zu Yom Kippur wollte der Rabbiner Worte finden, aber vor lauter Schluchzen konnte er nicht sprechen. Also allein so ein Satz, und davor beschreibt sie, dass die Juden in den und den Bezirken eben ihre Wohnungen verlassen mussten binnen 72 Stunden. Allein so ein Satz hat mich doch sehr angefasst und berührt. Und das sind ja immer so nur Hinweise zwischen den Zeilen, so richtig explizit wird gar nicht erklärt und reflektiert, was da gerade passiert. Aber aus allem spricht eben Angst und so eine völlige auch Lähmung vor dem, was hier gerade passiert. Ja? Also für mich ist dieser Roman auch sowas wie eine Warnung für alle Zeiten. Nämlich, Sie beschreiben in dem Roman, wie schnell gesellschaftspolitisch sich die Gesellschaft wenden kann. Und das ist ja auch etwas, was dem Isidor auch nicht gerade so im Gehirn war.
das konnte er sich gar nicht vorstellen. Und wir können uns auch vieles nicht vorstellen, was aber von heute auf morgen passieren kann. Obwohl wir klüger sein könnten und müssten eigentlich, aber offenbar, obwohl wir eigentlich klüger sein könnten und müssten. Isidro konnte sich sowas wie den Holocaust nicht vorstellen, ganz klar. Die Shoah, wer konnte sich schon sowas vorstellen? Aber wir haben eine Menge Erfahrung, wir haben eine Menge Geschichte. So sieht es aus. Eine Menge vorstellen. Deswegen denke ich, ist dieser Roman auch eine Warnung für heute. Wir müssen aufpassen. Ich danke Ihnen für diesen Roman und Sie sind eine der wenigen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, denen ich glaube, dass Sie wirklich auf dem Hängeboden einen Koffer gefunden haben mit Briefen. Dankeschön. Habe ich. Ich danke Ihnen vielmals. Und nun ist Norbert Scheuer Anna Engels nächster Gast. Erstmal Ärmel hochkrempeln. Ja. Sehr gut. Aber Sie können schon anfangen. Ich darf schon anfangen, das ist gut. Dann mache ich das hiermit. Bei uns geht es jetzt nämlich um einen ganz bestimmten Ort in der Eifel. Eine Supermarktcafeteria um Störche, griechische Mythologie, Bierdeckel, ein Waisenmädchen und um ihre Schildkröte. Norbert Scheuer, guten Abend und herzlich willkommen zurück in Frankfurt. Ja, danke. Ich sage deshalb willkommen zurück, da Sie vielleicht, weiß ich nicht, zwar nicht das letzte Mal, aber für alle besonders sichtbar zur Buchmesse 2019 in Frankfurt waren, als Ihr Roman Winterbienen auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand. Inzwischen sind 3 Jahre vergangen, ein neuer Roman von Ihnen ist erschienen, Mutabor heißt er, und die Geschichte, das ist bei Ihnen gute Tradition, ist wieder in Ihrer Heimat Kall in der Eifel angesiedelt. Was macht das Urftland so reizvoll, literarisch so reizvoll, dass Sie immer wieder neue Geschichten aus dieser Gegend schöpfen? Naja, es ist die einzige Gegend, die ich wirklich kenne. Ansonsten kenne ich kaum was. Ich komme manchmal nach Frankfurt oder auch mal nach München, auch mal in die Schweiz, aber das reicht eigentlich nicht aus, um einen Roman darüber zu schreiben. Man muss Bilder haben, wenn man Geschichten schreibt, und diese Bilder schöpft man aus dieser Gegend, in der man lebt. Verbringen Sie viel Zeit in der schon angesprochenen Supermarkt-Cafeteria? Alle Ihre Leserinnen und Leser werden wissen, wovon die Rede ist, aber wir kommen auch später noch drauf. Also ich habe mal sehr viel Zeit da verbracht. Und zwar, als ich noch arbeitete, bin ich zwischendurch in die Cafeteria gegangen, um mich ein bisschen zu entspannen. Also mit Arbeit meine ich richtige Arbeit, nicht das Schreiben von Büchern. Also ich bin hin und wieder dann in der Mittagspause dahin gegangen oder nach der Arbeit und habe da gesessen. Und irgendwann erschien mir das als ein angemessener Ort, um von da aus Geschichten zu schreiben. Schön, ich bin extra neulich nach dem Einkaufen in dem Supermarkt, in dem ich war, gab es auch eine Cafeteria und habe mich da einfach mal hingesetzt und habe das Ganze auf mich wirken lassen und sehr an Sie gedacht und mich gefragt, ja, was passiert hier, was kommen da vielleicht für Geschichten oder auch nicht. Aber ja, ist in Kall vielleicht auch nochmal anders als in Frankfurt? Ja, es ist was anderes. Also Kall ist so ein kleines Städtchen, also ich nenne das Städtchen, in Wirklichkeit ist es mehr ein Dorf. Aber ein Zentralort, wie das auf dem Land häufig ist. Alle Leute gehen dahin und treffen sich da. Und dieser Supermarkt, der liegt zentral in dem Ort, direkt am Bahnhof. Ist also schon was Außergewöhnliches. Und in dem Supermarkt sitzen immer alte Männer aus den umliegenden Orten, aber auch aus Kall selbst. Und
die sitzen da und die kennen natürlich alles, was passiert und was, was vorgeht und erzählen sich ihre Geschichten. Und ich sitze etwas abseits von ihnen, obwohl es eigentlich auch schon dazugehören könnte. Aber in Hörweite wahrscheinlich so, dass Sie im Idealfall auch ein bisschen was davon mitbekommen, was da so erzählt wird. Ihr Lektor bei CH Beck, Norbert Scheuer, soll unlängst eine neue Schreibweise für Kall ins Spiel gebracht haben. K oder K-K-All. Passt ja, das? Also ich fand das gut. Ich finde das auch super, absolut. Also ja. Wir haben mit K-L oder klingt noch ein bisschen cooler vielleicht? Also ich würde einfach K-L sagen, das genügt. K-L reicht, okay, einigen wir uns darauf. Es ist auf jeden Fall muss nicht alles. Nee, das stimmt, das müssen wir nicht. Dort jedenfalls in Kall begegnen uns auch diesmal wieder Menschen, die ihre Stammleserinnen und Stammleser bereits kennen dürften. Aber das Schöne bei ihren Romanen ist ja, man muss es nicht kennen, man muss es nicht gelesen haben. Man kann auch einfach ganz frisch einsteigen und ist sofort drin in der Geschichte. Eine von diesen Menschen auf jeden Fall in Kall, die man kennen könnte, ist Nina Plisson. Es ist ein junges Mädchen, das ohne Eltern aufwächst und die viel Gewalt erlebt hat. Sie ist auf der Suche nach ihrer Mutter Ruth und eigentlich auch nach ihrem Vater, vor allem aber nach der Frage, wo komme ich her, wer bin ich, ja, was ist die eigene Geschichte? Und das ist, wenn man so will, ein Stück weit der rote Faden, der sich durch so ganz unterschiedliche Erzählebenen und Schichten in diesem Roman zieht. Wie das klingt bei Ihnen, das hören wir jetzt, schlage ich vor, und hören gleich den Anfang aus Mutterbohr. Bierdeckel 1. Glück und Unglück, beides bietet der Spielautomat an der Wand neben der Theke. Betrunkene Männer schlagen mit Fäusten auf ihn ein, bis seine Scheiben splittern und die Walzen mit ihren Bildern von Kentauren, Nymphen, den rosenblättrigen Sonnenaufgängen, den olympischen Göttern und den Geistern des Hoflandes in tausend Stücke zerpressen. Bei Evros in der Gaststätte war an der Wand neben dem Glücksspielautomaten zwischen den Vereinsfotos eine Polaroid-Aufnahme geheftet, auf deren Rückseite unten mit Bleistift geschriebene, nicht mehr lesbare Namen und das Wort Mutabor standen. Sie zeigte einen Mann auf einem Pferd, die weißen Fesseln ließen das Tier aussehen, als habe es Kniestrümpfe an und sein schwarzes Fell glänzte, als sei es gerade scharf geritten worden. Niemand wusste, wer der Reiter war. Das Bild gab es doch schon, als die Arimons die Gaststätte am Rauschen führten und Evros noch auf seiner kleinen griechischen Insel lebte. Pferd und Reiter stehen wie erstarrt auf einem kahlen Feld. Es ist Frühjahr, die Zeit, bevor es zu grünen beginnt. Rechts sieht man Weißdorsche am sumpfigen Ufer des Stausees herumstaken und weiter hinten fliegt vor dem Feldgehölz ein Storch auf und man ahnt, dass weitere ihm bald folgen werden, in der Thermik ihre großen Schwingen ausbreiten und immer höher schweben, bis sie in der Ferne verschwunden sind. Der Reiter, dessen Gesicht auf dem Foto zerkratzt und damit bewusst unkenntlich gemacht wurde, hat die Steigbügel hochgezogen. Seine Beine liegen eng am Bauch des Pferdes, wie bei einem Jockey kurz vor dem Start. Er trägt eine blutrige Reithose, ein kariertes Hemd und ein Halstuch. In einer Hand liegen die Zügel, mit der anderen scheint er vorsichtig etwas zu halten, das in einen Gazestoff eingewickelt ist. Hinten am Sattel sind eine eingerollte Decke und ein Kasten in der Größe eines Schuhkartons befestigt. Niemand konnte mir sagen, wer der Reiter war, geschweige denn, wann und warum und von wem das Foto aufgenommen worden ist. Hinter dem Bild war die Tapete so schneeweiß wie mein Blatt Papier noch vor ein paar Minuten. Norbert Scheuer, ganz herzlichen Dank für diesen Anfang. Applaus
war sie, also wir haben hier gerade Nina, naja, kennengelernt, ist wahrscheinlich zu viel, dafür muss man dann doch mehr lesen, mehr hören, aber die hier erzählt, die auf der Suche ist, die dieses Foto anschaut, das ist Nina Plisson, war sie Ausgangspunkt für diese Geschichte, die Fortschreibung der Kall-Saga? Ja, wir können ja nicht mehr lesen, wir haben ja nur 4 Minuten Zeit. Ja, wir müssen uns kurz fassen, eindeutig, das müssen wir dann einfach alle selber tun, beziehungsweise ich empfehle das zu tun, ich habe es schon getan. Also ja, Nina Plisson war der Ausgangspunkt, also in einem vorherigen Roman kommt sie als Randfigur vor und dieses Mädchen lebt in Kall, sie ist so eine Art Außenseiterin und wird von allen gemieden, versucht sich irgendwie durchzuschlagen, kann nicht lesen, kann nicht schreiben, zuerst einmal. Und eigentlich lernt sie darüber, dass sie irgendwann anfängt zu lesen und zu schreiben, das Geheimnis ihrer Geschichte zu entziffern. Das ist so der Grundtenor der Geschichte. Gerwig Epkes hat vorhin gerade gesagt zu Shelley Kupferberg, dass er ihr abnimmt, dass sie diesen berühmten Koffer mit den Briefen tatsächlich gefunden hat. In ihrer Danksagung im Roman, das geht so ein bisschen in die Richtung, da bedanken sie sich bei Nina sozusagen dafür, dass sie ihre Geschichte mit ihnen geteilt hat. Verraten Sie uns, wie Ninas Geschichte zu Ihnen gekommen ist? Oder? Ja, ich bedanke mich ja immer bei allen möglichen Leuten. Das stimmt, aber auch bei ihr. Von daher ist das nicht ungewöhnlich, aber es ist tatsächlich so, dass diese Nina in dieser Cafeteria sich aufgehalten hat und ich sitze da auch hin und wieder und sie ist mir da begegnet und hat mir ihre Geschichte erzählt. Natürlich, das heißt, sie ist nicht Nina, ich muss das ja, vielleicht schreibt sie irgendwann selbst ihre Geschichte, ne? Und dann wird man vielleicht den Namen erfahren. So ist es auf jeden Fall so, dass in diesem Roman die Nina quasi über das Schreiben ihrer Geschichte erfährt, wer sie ist und ihr ja ziemlich tragisches Schicksal enträtseln kann. Im Grunde ist es so, werden so im ganzen Roman so Indizien verstreut, über die der Leser dann herauskriegen kann, was eigentlich passiert ist. Ja, aber so viel dazu, dass diese Cafeteria im Supermarkt ein Ort der Inspiration ist oder ein Ort, an dem Ihnen in dem Fall Geschichten begegnen und zugetragen werden. Die zentrale Frage für Nina lautet, wer bin ich? Ist das auch die Frage für Sie gewesen, die Sie beim Schreiben beschäftigt hat und damit einhergehend eine Auseinandersetzung mit der Frage nach Herkunft und Heimat? Also meinen Sie das jetzt auf mich persönlich oder auf Nina? Man kann es ja auf beides beziehen. Ne? Absolut, ja. Und ich glaube, dass jeder Autor, wenn er schreibt, indem er schreibt, eine Geschichte schreibt, die irgendwie ihn spiegelt. Auf eine ganz eigentümliche Art und Weise, also nicht in einer direkten Beziehung, aber ich bilde mir ein, dass es nicht anders geht, dass man sozusagen sehr viel von sich in einem Roman preisgibt, aber in einer verschlüsselten Art und Weise, die man, oder die Mann ist nicht das Richtige, die ich selbst nicht verstehe. Mutabo haben Sie Ihren Roman genannt, Norbert Scheuer, so heißt das verlorene und wiedererlangte lateinische Zauberwort in Wilhelm Haufs Märchen Kalif Storch. Ich habe es, glaube ich, schon wieder falsch ausgesprochen. Ich höre hier immer so ein Murmeln, es tut mir leid. Vielleicht sollte ich noch mal kurz... Mutabor, danke. Ich weiß auch nicht, warum es mir so schwer. Ich komme aus dem Rheinland, aber eigentlich sollte das Mutabor, ich weiß nicht, warum es mir so schwer fällt. Ich übe das und schaffe das heute Abend noch. Mutabor auf jeden Fall. Störche spielen auch in Ihrem Roman eine ganz zentrale Rolle und ganz viele Passagen haben etwas sehr Märchenhaftes, was Fantastisches. Vor allem sind aber diesmal griechische Götter bei Ihnen zu Gast in Kall. Ja. Eigentlich sind sie immer schon da, aber... Okay, auch in der Cafeteria. Ich habe sie jetzt nur, und in der Kneipe von Evros, ne? Weil der Evros ist ja Grieche. Ne? Der ist irgendwie nach Kall gekommen und hat sich da eine Gaststätte gekauft, nachdem er seine Arbeit nicht mehr ausüben konnte. Jedenfalls dieser Evros, der schreibt immer, griechische Texte auf Bierdeckel.
Einen haben wir gehört. Den einen ersten. Haben wir gehört. Genau. Aber die werden noch viel extremer. So viel sei versprochen. Genau. Und es ist also so, dass die Nina bei dem Air Force irgendwann arbeitet. Und diese griechischen Bierdeckel bringen sie sozusagen näher an sich selbst. Auf den Bierdeckeln, jetzt wird es sehr kompliziert, also der Roman besteht aus zwei Ebenen. Die eine Ebene ist sozusagen die Erzählung der Bierdeckel, in denen die Nymphen eine große Rolle spielen, die der Ephros aufschreibt. Und die andere Ebene ist sozusagen die Erzählung, wo Nina erzählt, was ihr passiert ist und was mit ihren Eltern geschehen ist. Und diese beiden Ebenen kann man ungefähr so sehen, das eine ist horizontal, das andere ist vertikal. Und es geht in dem Roman auch um eine Missbrauchsgeschichte. Das heißt, die Mutter von Nina ist missbraucht worden und Nina selbst auch. Und das wird ganz, sagen wir mal, in einer Art geschildert, die nichts beschönigt. Auf der anderen Seite wird in der Mythologie und vor allen Dingen in der Kunstgeschichte, die sich mit dieser Mythologie befasst, immer so etwas wie Missbrauch verschönigt, also schön dargestellt. Mhm. Man denke nur mal an Bildnisse von Pellegrini, Daphne und Apoll. Ne? Also in dem Moment, wo Apoll sozusagen in dem Moment, wo sich Daphne verwandelt in einen Lorbeerbaum, wird sie zum Schweigen verurteilt. Und Apoll setzt sich den Lorbeerkranz auf oder die Geschichte von der Syrinx und Pan. Und da wird so, und wenn man diese Bilder aber sieht, ne, die Darstellung dieser Kunst, dann merkt man das nicht. Man sieht einfach nur das Schöne. Und diesen Gegensatz wollte ich darstellen. Mhm. Ich wollte sozusagen auf der einen Seite diese Verharmlosung in der Kunst darstellen und auf der anderen Seite die Realität. Und genau dasselbe kommt auch in dem Roman vor. Also die Grauköpfe, die alten Männer, verheimlichen der Nina das und glauben das auch irgendwie ins Gute zu wenden zu können, indem sie sich einreden, wenn man ihr das verheimlicht, dann kommt sie besser durch das Leben oder so. Und das ist ja so ein, sagen wir mal, so ein Topos, der uns immer bei solchen Sachen begegnet. Und ein großer Irrglaube ist, aber man merkt sofort, wie tief Sie in die griechischen Sagen eingetaucht sind. Die ziehen sich wirklich durch Ihren Roman. Es sind insgesamt 33 mythologische Miniaturen, kann man sagen, eben festgehalten auf Bierdeckeln, die sich wie eine Art, man könnte auch sagen, wie eine Art Kapitelüberschrift uns nochmal anders eintauchen lassen. Norbert Scheuer, was auf den ersten Seiten schon anklingt und mich aufhorchen ließ, sind die erwähnten Überschwemmungen. Davon haben wir jetzt nichts gehört, aber die kommen immer wieder auf und spielen eine Rolle. Seit dem vergangenen Sommer verbinden, glaube ich, viele Menschen auch mit der Gegend um Kall natürlich das Hochwasser, die Überschwemmungen in der Gegend. In Ihrem Roman ist immer wieder auch von einer Flutkatastrophe die Rede, aber damit ist ein Dammbruch gemeint und eben nicht dieses verheerende Hochwasser vom vergangenen Jahr. Ich habe mich trotzdem gefragt, inwieweit dieses Ereignis Spuren hinterlassen hat, mit Sicherheit aber vielleicht auch Ihren Blick auf Kall verändert hat, Ihr Schreiben geprägt hat. Also wenn man in der Eifel aufwächst, ne, dann wächst man sozusagen mit Überschwemmungen auf. Mhm. Ich habe mal drüber nachgedacht, es gibt überhaupt keinen Roman von mir, wo nicht eine Überschwemmung vorkommt. Also es gehört sozusagen dazu. Mhm. Nur wenn man als Kind Überschwemmungen erlebt, dann und es war natürlich nie so eine verheerende Überschwemmung wie die von letztem Jahr, ne? Aber trotzdem ist es dramatisch genug, wenn Keller absaufen oder sonst was, aber die Kinder merken das nicht. Es ist also sozusagen so eine Art Abenteuer. Ne? Das heißt also, Überschwemmungen sind eigentlich immer in der Eifel an der Tagesordnung. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum man es nicht so richtig ernst genommen hat, als dann wirklich diese Katastrophe kam. Ein Dammbruch spielt ja auch während der jetzt realen Überschwemmung eine Rolle. Von daher ist das alles so miteinander verwoben.
Ich habe jetzt irgendwie Ihre Frage vergessen. Die Frage lautete, ob oder ja und inwiefern dieses spezielle Hochwasser, auch wenn Sie sagen, das klingt so, als wäre das so ein bisschen, gehört es so zum Grundrauschen in der Eifel und trotzdem war das ja schon was anderes, was da passiert ist im vergangenen Jahr, ob das Ihren Blick auf Kall und das Urftland verändert hat, vielleicht Ihr Schreiben geprägt hat. Ja, also mein Schreiben hat es geprägt, das habe ich ja gerade ausgeführt, also weil sozusagen das Hochwasser immer irgendwie vorhanden ist. Natürlich hat dieses letzte Hochwasser meinen Blick auf Kall total verändert, weil wenn man jetzt durch Kall geht oder durch andere Orte in der Eifel, sieht man im Grunde nur Verheerung. Also ganz viele Geschäfte sind geschlossen. Die Leute, die früher betrieben haben, waren in so einem Alter von 50, die machen die nicht wieder auf. Die Bahnlinie ist bis heute von Köln nach Trier, kann man bis heute nicht fahren. Also die führt geradezu bis nach Kall und das ist gut. Ne? Aber von danach geht es nicht mehr weiter. Ne? Muss man mit dem Bus fahren. Also ich muss nur nach Kall kommen, dann sehe ich die Überschwemmung jeden Tag. Ne? Von daher wird es auch mein weiteres Schreiben vielleicht etwas anders prägen. Nicht mehr so kindlich leist den Blick da drauf, sondern noch etwas dramatischer. Darauf sind wir gespannt. Ganz herzlichen Dank, Norbert Scheuer, für Ihren Besuch hier bei uns. Und ich kann Ihnen verraten, dass jetzt Gerwig Epkes wieder übernimmt, und zwar gemeinsam mit Robert Menasse. Ja, Robert Menasse, herzlich willkommen. Dankeschön. Ihr neuer Roman heißt Die Erweiterung. Es geht wieder um Europa, wie in die Hauptstadt. Dieses Thema lässt Sie scheinbar gar nicht los. Warum, wenn es so ist? Es wird mich schon wieder loslassen. Es ist ja noch immer ein und dasselbe Projekt. Ich habe von Anfang an eine Trilogie geplant und das ist der zweite Band. Das gehört praktisch zusammen. Wenn es mich vorher losgelassen hätte, dann hätte ich die erste Trilogie aus nur einem Band geschrieben. Und hätten drei Teile draus gemacht. Ja. Ja, in der Erweiterung geht es um die Erweiterung der EU durch ein Land oder durch mehrere Länder, in diesem Falle ganz besonders Albanien, was ja auch genau so ist, dass Albanien schon lange sozusagen im Vorhof von der EU wartet, dass es endlich aufgenommen wird, aber es wird nicht, weil, so schreiben Sie in dem Buch, also es wird bis jetzt noch nicht, meine ich. Es wurden lange Jahre die Beitrittsverhandlungen, der Beginn der Beitrittsverhandlungen blockiert. Das Land bekam den sogenannten Kandidatenstatus und dann wurden die Beitrittsverhandlungen nie begonnen. Es wurden immer neue Anforderungen gestellt oder es wurde ein Veto von zum Beispiel dem französischen Präsidenten eingelegt oder vom polnischen Ministerpräsidenten. Also es hat nie einen Fortschritt in der Prozedur der Aufnahmeverhandlungen gegeben. Was Sie sehr schön darstellen ist, dass der französische Präsident im Roman ein Veto einlegt. Mhm. Polen ist eigentlich auch dagegen, sagt aber, wir sind dafür. Weil sich Polen sagen kann, ach, es gibt genug Länder, die dagegen sind, da können wir jetzt mal richtig tun, als wenn wir so richtige Europäer wären. Ja. Sie beschreiben manchmal auch oder ab und zu, wie sich
wie die Anstrengungen der EU auf der einen Seite, um Mitgliedsländer aufnehmen zu können, ad absurdum führen, mit anderen wiederum, mit anderen Ländern, die sich einen feuchten Kehricht um das kümmern, was in der EU eigentlich gefordert ist. Also Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so fort. Also Polen nochmal. Und es gibt eine Szene, ich erzähle sie jetzt nur, um das klar macht, oder die klar macht, wie Sie diesen Roman geschrieben haben. Es ist, also der albanische Präsident oder Regierungschef, ZK, wie nennen Sie den, das ist sehr gut. Zoti Kriminister ist albanisch und heißt Ministerpräsident. Ja, aber man denkt natürlich immer an ZK, klar. Ja, logisch, Zoti Kriminister wird von der näheren Umgebung einfach als ZK abgekürzt, also die höchste Entscheidungsinstanz in Albanien. Also es kommt eine französische Journalistin nach Tirana, um diesen Präsidenten zu interviewen. Und der erlaubt sich was unglaublich, also ich finde was ganz Tolles. Er will die nämlich demütigen, im Endeffekt will er den Präsidenten, den französischen Präsidenten demütigen und überlegt sich, was ziehe ich denn an? Er zieht eine Shorts an, er zieht alte Laufschuhe an und er zieht ein verwaschenes T-Shirt an und geht damit in diesen Konferenzsaal und sagt, hallo, hier bin ich. Also das ist ja schon fast satirisch. Das können Sie auf YouTube anschauen. Wie bitte das? Das können Sie auf YouTube anschauen. Ja. Meine Fantasie hat damit insofern gearbeitet, als ich erzählt habe, wie es zu dem Punkt kam. Das habe ich sozusagen fantasiert, um glaubwürdig das Bild herzustellen, das es aber in der Wirklichkeit wirklich gibt. Und dann habe ich das weitererzählt, was danach geschah, und man auf YouTube nicht mehr sieht. So. Also das ist meine Arbeit mit Fiktionalisierung von Realität, so dass die Realität noch deutlicher kenntlich wird, weil man die Motive besser erkennt. Ja, das ist es, denn Sie sind ja eigentlich nicht gegen die EU, sondern Sie sind nur dagegen, wie die sich verhalten. Ich bin schon gegen die EU und ich bin ein heftiger Kritiker der Europäischen Union in ihrer jetzigen Verfasstheit. Ja, ich bin ein Anhänger der europäischen Idee und ich bin entsetzt davon, wie sie systematisch verraten wird und wie in Europa ganz gegen die Idee der Gründerväter der Europäischen Union, die Renationalisierung voranschreitet und damit das Problem mit den Nationalisten ist, sie können nicht nur keine großen Probleme lösen, weil das nur durch Gemeinschaftspolitik mehr möglich sein wird. Also der Klimawandel macht nicht an nationalen Grenzen halt, ja. Die Finanzkrise ist nicht national durch Finanzpolitik zu lösen. Die Flüchtlingsströme, alle großen Probleme können, wenn überhaupt, nur durch Gemeinschaftspolitik gelöst werden. Aber dazu kommt noch, dass die Nationalisten noch Probleme produzieren, die sie auch nicht lösen können. Ja? Und das ist das. Und das ist mein Konzept von einem Roman, der sich in seiner Zeitgenossenschaft zu reflektieren versucht. Das ist einfach die Situation und ich versuche sie zu erzählen. Sie schreiben ja auch in dem Roman, dass also Albanien sitzt im Vorhof und wartet, ob es nun klappt oder nicht. Mhm. Und weil Sie gerade den Nationalisten erwähnen, die EU zwingt ja, zumindest in Ihrem Roman, sehr deutlich, Albanien zu einem nationalen Gedanken zu kommen, den eigentlich der Ministerpräsident überhaupt nicht hat. Ja, ja, aber unfreiwillig. Nicht? Und, ja, natürlich, ja, unfreiwillig, ja, ja, natürlich, ja. 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 Aber das ist ja gerade das Problem. Naja, das ist ja auch, wer es jetzt ein bisschen verfolgt hat, weiß,
die Verhandlungen mit Albanien haben ja auch deswegen immer wieder Aufschub erfahren, weil vor allem die Westeuropäer erstens auch keine Ahnung vom Balkan haben, also oft nicht interessiert sind. Der Macron träumt eher von einer Mittelmeerunion oder das gemeinsame Vorgehen der romanischen Staaten und so, die haben keine Ahnung. Und wissen dann eigentlich nur, Albanien ist ein Land, das ist so klein, dass es als Markt uninteressant ist. Und wenn es dort was gibt, was wir wissen, dann ist es Mafia. Ja? Und dann wissen sie nicht einmal, wie sie mit der Frage umgehen sollen, wenn sie vermeiden wollen, dass ein Land, das eine Mafia hat, in die EU aufgenommen wird. Wie gehen sie damit um mit einem viel, viel größeren Land, das eine viel berühmtere Mafia hat, nämlich Italien. Ja. Und das führt natürlich auch zu so nationalistischen Reflexen in solchen Ländern wie Albanien. Wir sagen, na gut, wenn wir euch zu klein sind, dann versuchen wir einmal, den Traum von Großalbanien in die Auslage zu stellen. Albaner sind die größte Ethnie am Balkan, und wenn die plötzlich ganz unschuldig sagen, ja gut, Deutschland hat alle Deutschen vereinen können, warum sollen nicht wir es alle Albaner vereinen, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro, Süditalien, Westgriechenland, machen wir Großalbanien. Ne? Und da haben schon Alarmglocken geläutet in Brüssel, und die Gespräche, die ich dann hatte mit Beamten in der Generaldirektion, die dafür zuständig ist, nämlich für Nachbarschaft und Erweiterung, die waren schon sehr lustig. Also plötzlich haben sie bemerkt, es ist keine gute Idee, sie sozusagen erstens dazu zu zwingen, sich aufzuplustern und damit etwas in Frage zu stellen, was völkerrechtlich sehr problematisch ist, nämlich nationale Grenzen. Und zweitens plötzlich vielleicht den Blick abzuwenden von Brüssel und dann mehr in Richtung Peking. Ja, das macht ja der Präsident, das sagt er ja auch. Ja, das sind so politische Karten, nicht? Die werden ausgespielt, dann werden sie wieder neu gemischt. Ja. Aber im Grunde ist das alles ein Beispiel für Symbolpolitik, weil es realpolitisch ist ja vollkommen unwirklich und unwirksam. Also es ist realpolitisch vollkommen unmöglich, dass Kosovo und Albanien, wie es aber in Interviews immer wieder beschworen wurde, einen gemeinsamen Präsidenten wählt. Ja. Symbolpolitik ist die Krankheit unserer Zeit. Das finden wir in der EU, das finden wir außerhalb, das finden wir in den USA, das ist überall. Symbolpolitik bedeutet, man lanciert einen Gedanken, möglichst im Zusammenhang so mit Identitätsangeboten. Diese Gedanken sind realpolitisch irrsinnig, bewirken realpolitisch überhaupt nichts, aber setzen Menschen in Erregung, setzen Menschen in Bewegung, führen zu gesellschaftlichen Dynamiken, die wieder neue Probleme produzieren, auf die wiederum mit Symbolen, das kann man ja durchdeklinieren in Hunderten von Beispielen in den vergangenen Jahren. Ich meine, wenn der Österreicher, ich bin Österreicher, ja, also wer das behauptet, wird von mir geklagt, weil ich bin ein Wiener und ich hab kein Verständnis für die nationale Idee Österreichs. Aber wenn der österreichische Kanzler zum Beispiel nichts anzubieten hat realpolitisch, dann sagt er, ich schließe die Balkanroute. Was bedeutet das? Er hat es so oft wiederholt und hat dann einen Fortschritt in seiner Propaganda gemacht. Nachdem er 20 Mal gesagt hat, ich schließe die Balkanroute, hat er gesagt, ich habe die Balkanroute geschlossen. Ja. Aber die Flüchtlinge, die angeblich über die Balkanroute wirklich über die sogenannte Balkanroute gekommen sind, sind weitergekommen, aber die Balkanroute war geschlossen. Es ist Symbolpolitik. Aber es spaltet die Gesellschaft. Es grenzt an der, es wildert an der Grenze der Volksverhetzung, es spielt mit einer Identitätspolitik in seiner schmutzigsten Form. Der autochthone Österreicher, der Fremde, der sich da im sozialen Netz Österreich niederlassen und bequem machen möchte und so weiter.
Und das ist ein Symptom unserer Zeit. Und die spielen alle damit. Es spielt der Herr Macron damit, aber es spielt dann, wenn man schaut, wie Albanien lernt, das politische Handwerk, das notwendig ist, um die EU zu kommen, dann merkt man, der hat das auch schon gut gelernt. Ja. Was Sie in dem Roman aber, was mir sehr gut gefallen hat, ist, Sie machen das ja an für sich, an Personen, die in diesem Roman auftauchen, ja. Machen Sie das ja alles fest. Ja, das ist die Methode des Romans. Ja, ich habe ja kein... Moment. Ja. Damit Sie, ich finde das gut, wenn Sie das so sagen. Ja. Natürlich, aber das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine, dass es wichtig ist, dass man einfach Identifikationsfiguren hat. Ja. Wir haben die ganze Zeit im Augenblick relativ abstrakt und nicht über den Roman, auch über die Wärme, über den Roman, aber wir haben nicht über den Roman und die Personen gesprochen. Ja. Und in dem Roman gibt es ja Personen, die wirklich sehr wichtig sind. Es gibt Adam, diesen hochrangigen Beamten, der eben in dieser Erweiterungskommission sitzt. Ja. Und es gibt der ist aber mit Matthäus, hat Blutsbruderschaft und das sind zwei Polen, die sich wirklich bis aufs Blut bekämpfen. Ja. Und das ist sehr, sehr interessant, wie Sie das in dem Roman gestalten. Dann haben wir Piotr, der früher mal stellvertretender Ministerpräsident war und den Satz und sich verbrennt öffentlich und den Satz geschrieben hat, jetzt habe ich begriffen, das autoritäre System kommt nicht als Kommunismus, sondern als Antikommunismus. Ja. Das sind ja alles ganz wichtige Sachen, mit denen man sich auch auseinandersetzen kann. Dann gibt es noch den Karl Auer, der in der Abteilung der Kommission arbeitet, auch für die Erweiterung, und der ist wieder mit einer hochrangigen parlamentarischen albanischen Frau zusammen. Ja. Also der Adam ist ein bisschen eigenartig, so mit Frauen, da braucht er immer so viel Zeit, zu denen zusammenzukommen. Ich habe den Mann sehr realistisch beschrieben. Naja, also ich meine, dass man diesem Roman, das sind ja immerhin 200 Seiten mehr als die Hauptstadt, also auch eine Erweiterung, dass man diesen Figuren aber sehr gut folgen kann. Ja. Die sind sehr, sehr gut, finde ich, ausgearbeitet und sind so stimmig. Man glaubt es ihnen einfach. Ja. Ich bin froh, dass Sie das sagen. Ja. Ja. Gut. Okay. Im Prolog sagen Sie das, glaube ich, schon alles. Ne? Bitte? Im Prolog sagen Sie das, glaube ich, schon alles. Lesen Sie doch mal den Anfang. Ich meine, da ist das doch mit drin. Ja, die Bedeutung von Symbolen, ja. Kunst. Ja. Ganz kurz, wir haben ja nicht viel Zeit. Ja. Ganz kurz. Ja. Der Prolog, also zwei Sätze muss ich sogar beim Prolog vorausschicken, weil ich ihn nicht bei der ersten Zeile beginne. Ich meine, der Vorteil, wenn man den Prolog liest, ist, dass man nichts voraussetzen muss, weil Sie, wenn Sie ein Buch anfangen zu lesen, ja auch so beginnen. Aber jetzt lese ich ja nicht von Anfang an, das Folgende: Der Prolog spielt im Kunsthistorischen Museum in Wien, wo in der Heldenrüstkammer ein Helm eines mittelalterlichen Helden namens Skanderbeg sehr schön präsentiert ausgestellt ist. Dazu muss man wissen, Skanderbeg war ein mittelalterlicher Fürst aus Albanien, der ist ein Nationalheld oder Nationalheilige Albaniens, der Identitätsstifter Albaniens. Er war der Erste, der alle albanischen Stämme geeint hat. Und gilt und steht daher für die Einheit Albaniens. Und er war dann auch ein Kriegsheld. Er hat das christliche Abendland gegen die Osmanen verteidigt. Was deswegen interessant ist, weil Albanien eigentlich formal ein mehrheitlich muslimisches Land ist, aber die größten Nationalheiligen Albaniens sind zwei Christen, nämlich Skanderbeg und Mutter Teresa. Und wenn Sie in dem muslimischen Land heute, also in Tirana, spazieren gehen und Sie sehen eine Frau mit Kopftuch, dann ist es eine Christin, ja, die an Mutter Teresa sich orientiert. Das ist einmal schon sehr interessant. Jedenfalls, dieser Skanderbeg, der ist viel berühmter, als wir alle wussten. Vivaldi hat eine Oper über den geschrieben. Der Papst hat ihn geadelt als Athleta Christi, weil er verteidigt das christliche Abendland.
In fast allen europäischen Hauptstädten steht ein Skanderbeg-Denkmal, also in Rom, in London, in allen möglichen europäischen Städten. Er war wirklich ein großer Held und von großer Bedeutung für eben das sogenannte christliche Abendland. Und in Albanien ist er einfach das Symbol für die albanische Einheit und Stärke. Und es gibt diese Legende, wer sich diesen Helm des Skanderbeg aufsetzt, krönt sich sozusagen in einer postmodernen Balkan-Variante der Selbstkrönung Napoleons zum Fürsten aller Albaner. Ja, und mit dem kann man auch politisch Symbolpolitik machen. Ja. So, und der Prolog beginnt in Wien, weil dort der Helm des Skanderbeg im Museum liegt. Ja. Und da kommen jetzt alle möglichen Leute vorbei, Engländer, der auf Sentimental Journey ist, durch Europa, weil wir am Brexit, und Musikstudentin aus Italien und so. Und die sind alle ganz erstaunt, weil die haben daheim immer Skanderbeg-Denkmäler, haben sie nie einen Gedanken darüber gemacht, wer war das, und plötzlich sehen sie, dass das der General Wellington des Mittelalters war. Gut. Und ganz am Schluss des Prologs, so am Ende, stürmt ein Mann schnell in die Rüstkammer des Museums hinein, und er ist der Erste, wo man offenbar sofort merkt, der geht bewusst dorthin, der sucht diesen Helm, der will den Helm, das ist nämlich ein Albaner, auf Wien-Besuch, und er will den Helm sehen, so in Vergewisserung seiner nationalen Identität. Ja. Da kam ein Mann zielstrebig in den Saal geeilt. Es war eindeutig, dass er wusste, was er wollte. Das war Fatos Velay, ein bildender Künstler aus Albanien, der eine große Ausstellung in einer Wiener Galerie hatte. Er war an diesem Tag aus Tirana gekommen und wollte unbedingt noch vor der Vernissage den Helm des Skanderbeg sehen. Aus purem Nationalstolz für ihn war dieser Helm ein Symbol für die Bedeutung des Kypetan für Europa. Und er dachte, in diesem Moment sagte die Saalaufsicht, wir schließen in 5 Minuten, bitte begeben Sie sich zum Ausgang, wir schließen, aber wir schließen in 5 Minuten. Fatos Velay machte noch in derselben Nacht im Hotelzimmer eine Gouache mit dem Titel Europa, wir schließen in 5 Minuten. Ja, also dieser Prolog sagt eigentlich schon alles, auch alles der Schluss, den Sie gerade vorgelesen haben, weil es geht ja darum, dass Sie darüber aufklären und erzählen, was ein Narrativ ist. Ein Narrativ ist wirklich ein Fantasieprodukt. Ja. Mehr und ist es nicht. Das Witzige ist, gut, dass Sie das ansprechen, danke. Das Witzige ist nämlich wirklich, die Albaner haben ein Narrativ für ihre Einheit. Das ist das Skanderbeg. Und die wollen hinein in die EU, die kein Narrativ für ihre Einheit hat. Ja. Sie erfüllen alle Forderungen, die Brüssel und die Europäische Kommission stellt als Voraussetzung für Beitrittsverhandlungen. Sie machen zum Beispiel eine wirklich radikale Justizreform, um das albanische Justizsystem auf das Niveau des europäischen Rechtssystems zu heben, lassen sich da monitorieren, evaluieren, kontrollieren, machen alles ganz getreulich, räumen auf mit der Korruption der Richter, führen eine strenge Gewaltenteilung. Europäisches Recht in einem Nicht-EU-Mitgliedstaat. Und gleichzeitig macht ein Mitgliedstaat wie Polen ein Veto und Polen bricht europäisches Recht. Das sind interessante Dynamiken. Ja? Und wenn man das erzählen kann am Schicksal und an den Biografien entlang von Menschen, mit denen das was tut, mit denen nachvollziehbar wird, wie man innerhalb von bestimmten Rahmenbedingungen sein Glück zu machen versucht, sein Leben macht, Hoffnungen aufbaut, in eine Zukunft investiert, die dann nicht und nicht kommt, mit Frustrationen umgeht und so weiter, dann sind das sozusagen
die realen Biografien von Menschen innerhalb dieser von ihnen nicht selbst gewählten Umstände, also wie der deutsche Philosoph Karl Chemnitz gesagt hat, die Menschen machen ihr Leben in nicht selbstgewählten Umständen, machen aber mit. Ja, also Chemnitz, also früher Karl Marx. Ja. Und genau um das geht es ja in unser aller Leben. Wir alle versuchen uns irgendwie einzurichten in Umstände, die wir nicht gewählt haben. Und wenn Dynamiken entstehen, dann setzen wir Hoffnung hinein oder sind frustriert oder bekommen Ängste. Und das alles macht ja wieder etwas mit uns. Ich will, entschuldige, wenn ich es wieder sage, ich will den Schluss nicht verraten. Besser nicht. Endlich mal einer, der... Ich meine Sie. Ich finde, ja. Nein, aber auf welche Ideen die kommen, um dann doch nochmal über die Erweiterung zu sprechen und eigentlich die Erweiterung gar nicht wollen. Das ist so eine wunderbare Satire, da kann man, vielleicht könnte man eins sagen, Covid schlägt auf. Das kann man vielleicht sagen, also Covid nicht zurück, ja, sondern Covid schlägt auf. Aber haben Sie es gerade Satire gesagt? So haben Sie, ja. Ich höre es jetzt zum zweiten Mal, es hat unlängst auch ein Kritiker hat geschrieben, es ist eine wunderbare, tolle Satire. Ich meine, ich wehre mich nicht gegen Lob. Ja? Also wenn er sagt, eine wunderbare Satire, schweige ich. Aber ich wundere mich, dass heute, wenn man versucht, Realität getreulich zu erzählen, dass man das als Satire bezeichnet. Ja? Ich wollte noch dranhängen Folgendes. Vielleicht sollte man vielen Kommissionsmitgliedern, ich weiß gar nicht, ob das Parlament unbedingt damit eingeschlossen werden soll, vielleicht dazu raten, etwas mehr Abstand zu sich selbst zu sehen und zu haben. Und am besten erreichen die das, meine ich, und das meine ich jetzt ganz ernst, dass sie die Erweiterung lesen. Ich hoffe, Sie haben genug, wir haben ja genug Sprache in Europa, dass es bis da übersetzt wird. Was mir noch aufgefallen ist, es gibt, Sie haben in Ihren Romanen immer so Sätze, die sehr für mich aphorismusverdächtig sind. In Die Vertreibung aus der Hölle, da kommt der Satz drin vor, mit jeder Generation beginnt die Geschichte neu. Ein Satz, der mir immer wieder jetzt in den Sinn kommt. In der Erweiterung steht, ich muss das zitieren, ich kann das nicht einfach so sagen, da sagen Sie, ja, Geschichte ist der größte, nicht sagen Sie, sondern das sagt eine Frau, ja, eine junge Frau, Geschichte ist der größte Irrtum der Menschheit. Nein, sie sagt, Geschichte ist der größte historische Irrtum. Ist schöner, finde ich, die Formulierung. Da lässt sich nichts gegen sagen. Ja. Ja, wissen Sie, wir sind ja aufgewachsen, also auch die Menschen, die deutlich jünger sind als ich, glaube ich, für die stimmt das auch hier. Wir sind aufgewachsen mit dem Anspruch, niemals vergessen, wir müssen uns unserer Geschichte irgendwie bewusst sein, nur wer die Geschichte kennt, kann die Zukunft gestalten. Sie kennen diese ganzen Kalendersprüche und wir haben immer Feiertage, wo dann irgendwas erinnert wird und wo man wieder feiert, dass es überwunden ist, aber man muss es im Gedächtnis, Auseinandersetzung mit Geschichte. Das Lustige ist, dass in Europa alle diese Geschichtsfetischisten, dass denen noch nicht aufgefallen ist, dass die, die man nicht ermahnen muss, sich mit ihrer Geschichte zu beschäftigen, sondern die das wirklich exzessiv tun, nur Probleme machen. Denken Sie an die Serben, die können überhaupt nicht denken, ohne einmal zu beginnen 1274 im Amselfeld. Ja? Die Albaner, ja, oder die Polen, also die haben ja alle unglaublich intensive Selbstlegitimationsbilder, die sie aus der Geschichte ableiten und die in der Regel nicht unbedingt zu einem friedlichen, entspannten Zusammenleben führen. Ja? Und in Wirklichkeit geht es ja nicht darum, also meiner Meinung nach, es geht ja nicht darum, dass man einfach bestimmte Dinge nicht vergisst, sondern es geht darum, ob wir damit, wie wir damit umgehen, ob wir damit
Verbrechen in der Gegenwart legitimieren oder überhaupt Unsauberes oder Bedenkliches, von dem wir glauben, das steht uns zu, wo wir das legitimieren mit Geschichte. Ja. Schon 2000 vor Christus haben unsere Vorfahren hier gelebt und deswegen und so. Ja. Also legitimiert man was Verrücktes oder sieht man in der Geschichte einfach eine Abfolge von Lektionen über die Problematik von politischen Systemen, die entstehen und untergehen, ja, und versucht dann irgendwie Lehren im Hinblick auf ein friedliches Zusammenleben zu sehen. Aber so wie wir mit Geschichte umgehen, ist es immer Legitimationspolitik. Und ich sage also, Symbolpolitik, Legitimationspolitik und Identitätspolitik, das sind die drei Krankheiten unserer Zeit. Und nicht einmal junge Krankheiten. Und wir sollten das. Und diese eine Figur, die sieht das ziemlich klar. Ja? Und darum sagt sie eben, Geschichte ist der größte historische Irrtum, also die Legitimation durch Geschichte. Aber Sie haben recht, dass manche Sätze bei mir, wie haben Sie gesagt, stehen unter Aphorismusverdacht, haben Sie gesagt? Ja. Ja. Ja, und dieser Verdacht wird immer wieder bestätigt. Das meine ich aber nicht. Aber Sie haben verstanden, dass ich das nicht negativ gemeint habe. Nein, nein, ne? Ich finde das wunderbar, dass das so ist. Also wenn man das kann man ja viel mit anfangen. Ja. Also, Die Erweiterung ist ein Roman, über den man viel reden kann, wenn man ihn gelesen hat. Bis dahin vergeht viel Zeit und ich danke Ihnen für diesen Roman, ich finde ihn wichtig, es ist ein wichtiges Dokument, um über unsere Zeit nachzudenken und vor allen Dingen, wie Sie das machen, ist wirklich eine hohe Kunst. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie das sagen und damit jetzt viele Menschen. Obwohl ich auch noch die Zitate verkehrt spreche, aber egal, ich meine, auch die finde ich trotzdem. Darf ich selbst noch einen Satz dazu sagen, weil das so gut zu dem passt, was Sie sagen. Ich finde, also ganz unabhängig davon, dass ich jetzt diesen Roman geschrieben habe, sondern ich meine, das ist wirklich grundsätzlich. Wir sollten uns wirklich viel, viel mehr dafür interessieren, was zum Beispiel in diesen Ländern los ist, die zum Beispiel in die EU hinein wollen und sich da wirklich bemühen, ihre Geschichte zu kennen, ihre Geschichten, die Biografien der Menschen, ihre Hoffnungen, die Kulturen, die Mentalitäten und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Und ich sage Ihnen, das ist ganz wesentlich für das Glück von uns als Europäern. Das wird in absehbarer Zeit Bestandteil unserer Einheit in Vielfalt sein und das, was politisch dort geschieht, wird in absehbarer Zeit Teil unserer Innenpolitik sein. Und deswegen lohnt es sich damit, sich auseinanderzusetzen und sich sich im schlimmsten Fall, wenn Sie nicht mehr Zeit haben, sich das von mir erzählen lassen. Also man kann nur sagen, es läuft auf die Erweiterung hinaus. Und das war Literatur im Römer in Frankfurt in den Römerhallen am Mittwochabend. Eine Veranstaltung des Kulturamts Frankfurt am Main. Gäste waren, so wie sie neben Anna Engel und mir Platz nahmen, Theresa Enzensberger, Julia Wolf, Norbert Gstrein, Martin Kroditsch, Shelley Kupferberg, Norbert Scheuer und Robert Menasse. Anna Engel und ich verabschieden uns von Ihnen und wünschen noch einen nachhaltigen Abend, eine nachhaltige Messe und überhaupt Nachhaltigkeit. Dankeschön. Danke.